Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lichtblog Professionals. In dieser Folge rede ich mit Dr. Bruno Kugel. Wir werden über das Thema Silizium reden. Und warum Silizium? In der Vergangenheit habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, was es wirklich heißt, für unseren Körper hydriert zu sein, weil es super wichtig für unsere Gesundheit ist, aber auch um den Effekt der Photobiomethode und Rotlichttherapie noch zu verbessern. Und anscheinend spielt Silizium da eine essentielle Rolle. Es gibt wenige Experten, die tatsächlich sich mit dem Thema Silizium sehr stark auseinandergesetzt haben. Und Dr. Bruno Kugel ist einer dieser Experten. Und deswegen habe ich ihn eingeladen in diesem Podcast. Ich bin mega happy, dass ich ihn bekommen habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Sehr detailliert, ja, aber ich glaube, es wird sich wirklich lohnen. Viel Spaß. Ich bin hier heute mit dem Dr. Bruno Kugel. Herzlich willkommen, Bruno. Ja, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und let's go. Let's go, genau. Ich erzähle mal kurz die Story, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar habe ich ein paar YouTube-Videos geschaut bezüglich Silizium. Das hat mir eine Bekannte empfohlen. Ich war auf so einem Online-Kongress eingeladen. Sie meinte, hey Daniel, du musst unbedingt mal hier von Dr. Rilling das Silizium probieren. Irgendwas macht das mit mir. Ja? Dann hat sie es einfach bestellt, weil ich halt so ein bisschen verrückt bin. Und dann bestelle ich halt solche Sachen und teste das, weil ich ja halt immer sehr... Also mich interessieren, also wenn man einmal die Matrix gesehen hat und über 12 Jahre schon im Gesundheitsfeld unterwegs ist, dann möchte man natürlich gucken, okay, passt das in mein Weltbild rein oder nicht? Und ich habe das jetzt 2 Wochen genommen und ich habe tatsächlich ein Gefühl, dass ich viel klarer im Kopf bin. Ja, und dann natürlich durch diese Interviews, die ich bei dir gesehen habe, sind wieder alte Sachen in den Kopf gekommen. Weil ich war zum Beispiel 2019 mal auch eine Woche mit Dr. Klinger da in England zusammen, also One-on-one quasi, und da hat auch Schachtelheim empfohlen. Und da sind die ganzen Sachen wieder hochgekommen. Und jetzt habe ich dich hier als Experten zu Gast. Aber vielleicht kannst du dich mal vorstellen und dann können wir tief reingehen. Okay. Ich hatte gerade ziemlich viele Déjà-vus, als du das so erzählt hattest. Ja, zu meinem Werdegang. Ich bin von Haus aus Chemiker, sage ich immer. Oder ganz flapsig, ich habe ganz ganz früher mal Chemie studiert und habe dann auch eine Promotion gemacht da drin, hat natürlich verschiedene Vertiefungsrichtungen da auch bedient, die da wären Toxikologie, Biochemie und halt die ganz klassischen Fächer oder auch mal Umweltchemie oder Naturstoffchemie, war besonders interessant. Habe mich aber dann später in Richtung Kristallographie und Festkörperchemie spezialisiert und habe da über Chelate und Oxidchemie promoviert. Das war super interessant, weil da habe ich auch schon die Sol-Gel-Chemie und die Kolloide so ein bisschen kennengelernt. An der Stelle, es gibt zwei Kolloid, wie soll ich sagen, Zustände. Also einer in stark verdünntem Zustand, das ist das klassische Gel, was man einsetzen kann, oder meinetwegen auch im Ackerschachtelhalmtee. Kolloide kommen eigentlich im Überfluss in unserer Umwelt vor. An der Stelle. Und das andere, es gibt auch noch ein Kolloid, das ist sozusagen kurz vorm Festkörperzustand in sehr konzentrierter Form. Das sind auch Kolloide, die haben andere Eigenschaften. Und ich habe da quasi beide kennengelernt, beide auch bedient in Theorie und Praxis. Das ist also eine super interessante Erfahrung gewesen. Und durch die Chemie, die ich damals gemacht habe, Chelatchemie, habe ich dann auch festgestellt, naja gut, wie ist es eigentlich mit so einem Acetat, wie bindet das an Metall, wenn es A, ein Spurenelement ist, B, ein Schwermetall ist und diese ganzen Dinge. Dann habe ich später, wollte ich in die Energietechnik, das hat dann leider nicht funktioniert nach 2009. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation, dass wahrscheinlich der Immobilienmarkt und der Finanzmarkt und ich weiß nicht, was noch alles zusammenbrechen soll, bevor es normal weitergeht, in Anführungszeichen. Ich habe dann frustriert aufgegeben und habe dann gesagt, okay, ich habe eine gesundheitliche Baustelle und muss mich dieser Baustelle widmen. Und dann habe ich angefangen zu lesen mit diesem Grundstock an Wissen, den ich schon hatte. Und die ersten Bücher, die mir an die Hand gefallen sind, das waren die von Linus Pauling. Damals also das Vitaminprogramm zum Beispiel. Und dann habe ich über Vitamin C gelesen. Da habe ich erstmal gestaunt und habe gedacht, warum ist das der Öffentlichkeit so nicht zugänglich? Wir haben schon Vorgespräch so ein bisschen jetzt über diese ganzen Informations, ja, wie soll ich sagen, Kampagnen über Suchmaschinen und über Suchmaschinenoptimierung geredet. Und da spielt natürlich auch das Element Silizium eine Rolle, wenn es mir so als Querverbindung erlaubt ist, weil ohne Silizium funktioniert kein Computer. Und wir haben 3/4 der Erdkruste aus Kieselsäure bestehend. Also ich hab dann erstmal automolekulare Medizin gelesen und habe dann gedacht, so, ach, Silizium ist nicht so interessant, das brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir ja 3/4 von der Erdkruste besteht da draus, das ist im Überfluss da. Und das ist so ein Durchlaufposten, den haben wir, der läuft halt durch und damit
war das Thema für mich beendet. Aber war es so, dass du gesund, du meinst, du hast eine gesundheitliche Baustelle gehabt, ja, und du hast dann dich einfach ganz pragmatisch einfach hingesetzt und sagst, okay, ich lese jetzt einfach mal und guck mal, wo es mich hinführt und was es für Ja, Lösungen gibt. die Baustelle, das waren also eine, die ist angeboren, die habe ich auch immer noch. Und das ist ein Muskelproblem. Und das andere ist halt ein, ja, mir ging es damals nicht so besonders gut. Das heißt, die normalen Zipperlein habe ich dann noch zusätzlich gehabt. Und dann habe ich überlegt, ja, wie komme ich jetzt da raus? Was muss ich tun, um da rauszukommen? Also ich habe dann irgendwie Symptome gehabt, so aus der medizinischen Seite oder Ecke her. Mir ging es nicht gut und Depri und lange Schlafen und Müdigkeit und das Übliche, was man so kennt, in Anführungszeichen. Es ist bei jedem anders, aber wenn wir alle eine schlechte Umwelt haben, warum sollen wir nicht alle die gleichen Zipperlein haben oder die gleichen Symptome? Und was müssen wir da machen? Können wir ein uniformiert gleiches Therapieregime uns selber alle überstülpen und gucken, was das mit uns macht? Also es gibt Sachen, die häufig im Mangel sind, gerade hier in Mitteleuropa. Das ist auch bekannt. Das ist zum Beispiel Jod, das ist zum Beispiel Selen, das ist zum Beispiel Vitamin D, das ist zum Beispiel Omega-3 mit drei fetten Ausrufezeichen. Und das sind noch ein paar andere Dinge, auch Vitamin C, habe ich schon erwähnt. Linus Pauling, der wusste das damals schon. Und da gibt es auch eine Historie, die man dazu erzählen könnte. Aber ich will jetzt nicht zu sehr ausufern oder in verschiedene Richtungen abdriften. Also wir haben alle einen subklinischen Skorbut, sagt der Pauling. Ich gedacht, ey, was hat der geraucht? Was ist mit dem los? Tja, der müsste es eigentlich wissen. Und er hat da also auch Kontakt zu Albert St. Georgi gehabt. Das ist derjenige, der den Nobelpreis dafür gekriegt hat. Dann der Herr Reichstein, der hat die Reichstein-Synthese entwickelt, also aus Zucker. Und Vitamin C ist der wichtigste Zuckerantagonist zum Beispiel. Das alles habe ich dann irgendwie gelernt und haben dann gesagt, ja, okay, was passiert, wenn man Vitamin C nimmt? Kriegt man erstmal Durchfall, hört man nach ein paar Tagen wieder auf oder nach, sagen wir mal, ein, zwei Wochen. Und dann kriegt man keinen Durchfall mehr. Auch wenn man 5 bis 10 Gramm nimmt. Wie viel bräuchten wir eigentlich, um ein Gleichgewicht zu dem Zucker zu gewährleisten? Früher haben wir die Situation gehabt, viel Zucker, wenig Vitamin C. Und heute haben wir die Situation genau umgekehrt. Zu wenig Vitamin C, zu viel Zucker. Warum? Weil uns die Enzyme fehlen, um das umzuwandeln. Fast Okay, alle also Tiere können würdest du das. sagen, dass dieses subklinische Skorbut grundsätzlich ist eigentlich also dass Zucker ein Grund dafür ist? Ja, die Zuckerüberlastung. Wir Zuckerüberlastung, kriegen den okay. Zucker nicht verstoffwechselt. Das ist das Problem. Okay. Und was brauchen wir dazu? Ja, oder wozu brauchen wir eigentlich Zucker? Zucker ist der Brennstoff. Und wozu brauchen wir Vitamin C? Das brauchen wir, um Kollagen aufzubauen. Genau. Das brauchen wir, um Entzündungen zu drücken. Also bei Viren, antiviral, antibakteriell, antiparasitär. So, und was braucht Vitamin C? Hat, ich weiß jetzt, 15.000 verschiedene Enzymfunktionen. Also die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, auch wenn ich schnell spreche, das geht nicht. Was müssten wir tun, um die verschiedenen Funktionen von Vitamin C zu bedienen? Weil der Körper macht das, was er kann, mit dem, was er hat, in der Geschwindigkeit und der Zeitachse, das ist nämlich auch ein Thema, also über 1, 2 Jahre oder 3 Jahre oder 5 Jahre oder 10 Jahre, keine Ahnung, um auch zum Beispiel wirkt antioxidativ, keine Ahnung, ist ein Energieträger für Pflanzen, das ist auch wenig bekannt, dann ist es ein Kollagenaufbauer. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Entzündung, hören wir mal an, wir haben das große C, gerade wieder in aller Munde, wenn wir nicht gerade eine Maske anhaben. Was brauchen wir oder wie viel brauchen wir, um das Virus in seiner Funktion oder in seiner Ausübung seiner Funktion, dass es dann in die Zellen geht, sich repliziert und dann irgendwie eine Virenlast macht, zu drücken oder zu eliminieren im Idealfall? Da bräuchten wir große Mengen Vitamin C. Wenn wir aber dann erkältet sind, können wir kein neues Kollagen machen. Dann können wir auch nicht das Hormonsystem regulieren. Das heißt, das wird dann das wird nicht funktionieren. Das heißt, können dann in der Zeit kein Kollagen aufbauen und dann macht man in der Zeit kein Kollagen. Da können wir auch das Hormonsystem regulieren, müssen wir erstmal die Entzündung drücken, weil das die aktuelle Baustelle ist. So, und dann habe ich dann gelernt mit diesem Grundstock an Vitamin C, da gibt es ein schönes Enzym, die Prolylhydroxylase. Die ist auch abhängig von Kieselsäure, also von Silizium, von löslicher Kieselsäure, nicht von irgendwie Zeolit oder SiO2 oder Quarzsand oder wie auch immer. Und
habe mich dann 2017 dann auch in diese Thematik weiter eingearbeitet. Das ging ein bisschen schneller, weil ich schon den Grundstock hatte. Und habe dann festgestellt, ja, okay, diese Polyhydroxylase hängt ab von Vitamin C, von Eisen und von Silizium. Wenn wir keine Kieselsäure haben, und jetzt gehen wir mal in Richtung Professor Hecht, der ja leider nicht mehr lebt, den können wir nicht mehr fragen, dass wir das ganz, ganz dringend brauchen und dass 80% der Weltbevölkerung Kieselsäuremangel hat. Und Hecht Ja, hat ja Zeolith der hat promoted, oder? Zeolit Also, genau. empfohlen. Ja. Ja, Zeolit hat ist ein physikalisches Mittel, das wirkt erstmal wasserregulierend und auch durch seine adsorbierenden und absorbierenden Eigenschaften. Adsorbieren heißt, ja, so eine Bindung einer Flüssigkeit oder eines Gases an Feststoffe. Und Absorption ist zum Beispiel die Bindung eines Gases an eine Flüssigkeit, an eine Lösung. Das ist ein Unterschied. Lösung ist weniger fest oder weniger dicht, sagen wir es mal so, und kann auch im Körper, weil der Körper auch ein kolloidales System ist, kann da auch mehr machen. Also die Reichweite ist einfach größer, wenn ich eine lösliche Kieselsäure habe. Ganz unabhängig von der Aluminiumbelastung und dem, was immer da diskutiert wird mit, ja, da ist zu viel Aluminium drin und kann ich durch das Zeolit Aluminium in den Körper eintragen. Das hängt noch nicht mal so weit ab von der Zusammensetzung von einem Zeolit an sich, wenn man durch die ganze Substanz durchgeht, dreidimensional, also das, was so hinter mir in dem Raum ist zum Beispiel, sondern es hängt davon ab, wie die Oberflächenbeschaffenheit des Zeoliten ist. Also ein Zeolith auf Mauna Loa oder Kilauea auf Hawaii, der hat sicher andere Eigenschaften als einer vom Vesuv oder was weiß ich, vom Ätna oder vom Merapi oder keine Ahnung, gibt da eine Menge Vulkane. Ja. Das ist ein Unterschied. Und nicht nur das Gas spielt da eine Rolle, sondern auch die Mineralienzusammensetzung spielt eine Rolle. Wenn das dann erkaltet und sich dann irgendwie tektonisch, geologisch umwandelt, dann haben wir dann Vorkommen von Nickel, von Kobalt, von, keine Ahnung, irgendwelchen Bodenschätzen und Mineralien, von Eisen. Zum Beispiel in Australien ist sehr, sehr viel Eisen. Dass wir da also unterschiedliche Zusammensetzung dieses Zeoliten haben, dann ist der sozusagen auch oberflächenmäßig gecoated. Und jetzt kommt die Umweltgeschichte dazu. Das heißt, wir haben dann auch oberflächlich sozusagen als Glühwürmchen einen zusätzlichen Eintrag von dann löslichem Aluminium oder löslichem, keine Ahnung, irgendwas, was uns vielleicht dann nicht gut tut. Ich dachte immer, dass Zeolith, also ich habe es mal so ganz doof gesehen, so ja, damit kannst du den Darm entgiften, aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf den restlichen Ja, das ist Körper. ein Adsorptionsmittel, aber es ist die Frage, was, wenn das nicht sauber ist, oberflächenmäßig, was wir uns damit in den Körper reinholen und wenn auch die Reichweite von diesen ganzen Dingen nicht sehr weit ist. Also die Zeolithersteller haben dann teilweise auch eigene Studien gemacht. Ich kenne das auch alles. Dann wird teilweise, das ist immer die Frage, wie viel wird freigesetzt? Das hängt dann sehr von den Zeolithen ab. Es gibt 160, also nur zur Info, es gibt 160 verschiedene Strukturen und Struktur beinhaltet nur diese oberflächliche, wie soll ich sagen, also diese Struktur, wie ist die Architektur aufgebaut? Also wie ist ein Haus aufgebaut? 160 verschiedene Architekturen, also 160 verschiedene Häuser sozusagen, die vielleicht dann auch unterschiedlich groß sind, mit unterschiedlicher Zimmergestaltung. Da steht aber noch nichts darüber drin, wie die Möbel in diesem Zimmer aussehen. Wie die Anordnung dieser Möbel ist, was da rein und raus kann, wie groß die Türen sind und so weiter. Also das steht da nicht. Ja, das heißt, das kommt dann noch dazu. Wie ist das? Das ist quasi nur das Gerüst und wie das Gerüst sozusagen beschickt ist, das wissen wir nicht. Und dann kommt das Oberflächliche dazu. Also wie ist zum Beispiel die Adsorption, wenn das ein Bindemittel ist? Also man kann Darm damit entgiften, das ist ein Bindemittel, physikalisches. Dann kann das in der Umwelt auch ein Bindemittel sein für Gifte oder für Radioaktivität, also für radioaktive Elemente. So hat man das in Tschernobyl eingesetzt für den Reaktor. Das heißt, es bindet diese radioaktiven Elemente. Warum? Weil die schwerer sind und Zeolit offensichtlich die Eigenschaft hat, ein bisschen intelligent zu sein. Das sind dann diese Sorptionsreihen, die der Hecht auch beschrieben hat, dass die schweren Elemente gegenüber den leichten Elementen eher gebunden werden, weil die leichten fluider sind.
Das ist aber ein ganz, ganz, ganz grobes Raster, bitte. Okay. Das heißt, die physiologischen, die werden eher freigesetzt und die nicht physiologischen, schwereren, werden eher gebunden. Jetzt kann man das Periodensystem der Elemente durchgehen und sagen, Zink, Cadmium, Quecksilber zum Beispiel, ne, kann man Chemie machen. Das ist eine Nebengruppe. Also wenn ich einen Zinkmangel habe, dann habe ich möglicherweise eine Cadmium- und Quecksilberbelastung. Oder alles, was Zinkantagonist ist. Oder wenn ich einen Kalziummangel habe, dann habe ich vielleicht dann eine Belastung von Dingen, die Kalziumantagonisten sind. Gadolinium wird mir dann einfallen. Ne? Dann hast du schon mal eine MRT-Untersuchung gemacht. Ja, wie oft hast du Kontrastmittel dabei bekommen? Weiß ich nicht. Häufiges Problem. Oder halt Blei. Auch Belastung wegen der Wasserrohre. Eine Kupferbelastung, auch wegen der Wasserrohre, die wir haben, bei Jüngeren vor allen Dingen. Das geht dann schon in Richtung Stoffwechsel. Da muss man gucken, wie, ja, was ist eine gesunde Menge an Kupfer? Welche Enzyme bedient das? Und welche Oxidationsstufe brauche ich dann? Beim Kupfer habe ich Kupfer 1 und Kupfer 2. Beim Eisen habe ich Eisen 2 und Eisen 3. Beim Chrom habe ich Chrom 3 und Chrom 6 und so weiter. Beim Mangan habe ich zweiwertiges Mangan, aber wenn das dreiwertiges Mangan ist, ist es selber Spurenelement. Aber wenn ich einen hohen oxidativen Status habe, dann kann das Mangan mir schaden. Und was ist jetzt sozusagen der General, der das alles reguliert, und zwar vor dem Hintergrund einer antioxidativen Wirkung? Das ist Kieselsäure. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Also grundsätzlich im Körper würdest du sagen, dass es Kieselsäure ist. Aha. Mit Kieselsäure meinst du auch immer Silizium sozusagen, oder? Ja, Ja, ja. als Also wenn ich von Silizium spreche, dann ist das für mich eine kolloidale Kieselsäure. okay. Dabei kann man schlecht unterscheiden, ob das jetzt eine Monokieselsäure ist oder eine Di- oder Trikieselsäure oder eine Tetrakieselsäure. Das spielt sich alles in einem löslichen kolloidalen Spektrum ab. Dieses Spektrum ist, da bin ich auch schon teilweise gerügt worden für, spielt sich, also kolloidal heißt dann also so fein, gleichmäßig fein verteilt im dreidimensionalen Raum, dass es der Schwerkraft widersteht, so könnte man sagen. Es gibt verschiedene Definitionen auch von Kolloiden. Das ist dann auch, die reagieren auch miteinander reversibel, die können sich mal verbinden, dann teilen sie sich wieder oder gehen wieder auseinander. Das hängt von einem vor, also von physikalischen Faktoren ab, wie Temperatur, Wassergehalt, pH-Wert, Salzbildung und so weiter. Also das ist ganz, ganz komplex und kaum verstanden. Und es bedient halt unser Ökosystem auch, also die Umwelt, wie die Pflanzen gedeihen, wie die Tiere gedeihen, wie die Menschen gedeihen. Die Pflanzen haben noch am meisten, ja, mehr. Deswegen Ackerschachtelhalm ist eine Pflanze oder halt ein sporenbildendes Kraut, wie auch immer. Tiere haben weniger, Menschen haben noch weniger. Die sind an der Spitze der Nahrungskette. Wenn jetzt die Umwelt an löslicher Kieselsäure verarmt, haben wir also ein Problem, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen. Deswegen ist Kieselsäure auch ein Dünger. Und wenn die Tiere das futtern und die Gräser gedeihen nicht mehr richtig, dann gedeihen die Tiere auch nicht mehr richtig und der Mensch steht an der Spitze der Nahrungskette. aber ist es so, dass wenn wir sagen, okay, durch vielleicht modernen Ackerbau oder durch was jetzt gerade alles so passiert, dass wir weniger Kieselsäure im Boden haben, und wenn ich aber da Dünger oder Kieselsäure als Dünger nutze, ist das der gleiche Effekt, den ich da habe, dass die Pflanzen das aufnehmen und ich im Körper das dann auch aufnehme, oder ist es was anderes? Limitierend wäre der Wassergehalt, weil in größerer Menge, wenn ich ein Kolloid in größerer Menge eintrage, werde ich immer gefragt, hat das dann nicht auch eine bindende Wirkung? Ja, das kann auch eine bindende Wirkung haben. Dann kippt es nämlich und die verbinden sich, das nennt man dann Alterung oder Ostwaldscher Reifungsprozess. Das heißt, die Großen fressen die Kleinen auf, wie in der Wirtschaft auch. Und dann haben wir also eine Vergröberung der Strukturen, im Prinzip eine Alterung, so nennt man das in Anführungszeichen, eine Alterung. So nennt man das. Und dann können auch die Pflanzen das so nicht mehr festhalten. Wenn die Bodenstruktur zu grob ist und die Huminsäuren, die hängen nämlich da auch dran und die Pilze hängen auch da dran, das ganze Bodenmikrobiom hängt da dran, da stimmt der pH-Wert nicht mehr. Und dann kann ich Kieselsäure da auf den Boden kippen, wie ich will. Wenn das Wasser fehlt, dann werden die Pflanzen niemals wachsen. Das heißt, ich brauche dann auch, ja, das ist wichtig für eine Humusbildung einfach, für den Bodenstoffwechsel. Und was wir jetzt haben, ist halt eine Beeinflussung und Manipulation des Wetters, wie auch immer die passiert, auf natürliche oder künstliche Art, das lasse ich jetzt mal offen.
Aber was wir haben, ist eine Zunahme der Wetterextreme, die nicht natürlich ist. Das ist Fakt. Weil wir haben Hochdruckgebiete mit 1040 Hektopascal oder wie auch immer und Tiefdruckgebiete von 925. Also das ist nicht mehr normal. Und dann haben wir als Resultat, weil die Stagnation des Windes so ist, dass das auch nicht mehr richtig abfließen kann. Also wie soll ich sagen, die Konvektion funktioniert einfach nicht mehr gut. Dann haben wir extreme Wetterlagen, die dann zum einen, Entschuldigung, die zum einen die ja extreme Trockenheiten machen über mehrere Monate und dann auf einmal Niederschläge machen mit Hagelbildung und mit Starkregen von 200 Liter pro Quadratmeter. Und wenn ich mich so zurückerinnere, das gab es vor 20, 30 Jahren so nicht. Also nicht in der extremen Form und nicht so häufig, bei weitem nicht. Und das hat einen Einfluss auf grundsätzlich auf den Ackerbau auch, also wie Pflanzen dann Ja, Dateien natürlich, das aufnehmen. ist keine Okay. kontinuierliche Versorgung mehr mit Wasser Ja. möglich. Das heißt, die Dünger können dann auch nicht mehr richtig aufgelöst werden und die Pflanzen können nicht mehr kontinuierlich wachsen. Okay. Das haben wir jetzt gesehen, 2018, 2019 waren extrem trockene Jahre, 2020 weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und in diesem Jahr, jetzt haben wir zum ersten Mal nicht mehr diese 40 Grad Celsius Sommer gehabt, über Monate. Und die Vegetation ist wieder ein bisschen aufgeblüht. Das heißt, es hat wieder eine bessere Konvektion gegeben. Der Boden kann das Wasser wieder ein bisschen festhalten oder festhalten. Und das Ganze funktioniert dann wieder ein bisschen besser. Das heißt, man könnte sagen, ja, wenn ich jetzt mal mit löslicher Kieselsäure dünge und gieße meine Blumen regelmäßig, dann kann ich das, also jetzt auf Acker oder in größeren Stil, also da, wo ich jetzt nicht mit der Gießkanne hinlaufen kann, dann funktioniert das wieder ein bisschen besser. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist hausgemacht, weil Kieselsäure auch der Antagonist für die ganzen Schwermetalle ist. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Dennis Kraus, das nennt sich Silica Water, The Secret of Healthy Longevity in the Aluminum Age. Das kann ich mal hier zeigen. Der beschreibt darin, dass Silizium als Antagonist von zum Beispiel Aluminium. Und man kann also, der sagt dann auch, ja, das Aluminium, den Eintrag in die Umwelt, das ist quasi das Problem, was wir schon haben. Aber solange wir einen Siliziummangel haben, ist das ein großes Problem. Wenn wir genügend Kieselsäureversorgung haben, dann können wir das Aluminium wieder ausscheiden, weil das meiste, was wir aufnehmen, geht auch wieder raus. Wo kommt das Aluminium her? Ist es grundsätzlich eigentlich natürlich also ist es, weil wir einen Siliziummangel grundunterliegend entwickeln, dass einfach der Körper viel anfälliger auch dann für Schwermetalle ist und Aluminium? Wir haben beim Aluminium, das ist ja, das, wenn man die Verbreitung der oder Verteilung der Mineralien oder der Elemente, sagen wir mal so, in der Erdkruste haben, ist häufigstes Sauerstoff, dann kommt Silizium, dann kommt Aluminium, dann kommt Eisen, dann kommt Calcium, dann kommen alle anderen. So, das heißt, Silizium kann man brauchen, Eisen ist auch ein wichtiges Spurenelement, haben auch viele Mangel. Warum? Ja, weil das mit dem Phantonstoffwechsel zusammenhängt, also mit der oxidativen, oder sagen wir mal, wir haben das Eisen in der falschen Oxidationsstufe im Körper, weil wir einen zu hohen oxidativen Status haben. Das ist nämlich die Das Sache. ist. Ich habe mich sehr viel mit dem Root Cause Protokoll mal auseinandergesetzt, wo es eigentlich darum geht, dass, also warum haben auf einmal so viele Menschen halt Eisenmangel? Ja, ist Ja. es wirklich so, dass wir zu wenig Fleisch essen oder auch eisenhaltige Produkte? Oder ist es eigentlich, weil Eisen ja eigentlich sehr oxidierend ist für den Körper und sehr viel Problem? Mehrere Dinge. Also Eisen ist ein super, super, super spannendes Thema. Und ich habe mich jetzt in letzter Zeit wieder mehr damit auseinandergesetzt und verstehe das auch einigermaßen, weil ich ähnliche Verbindungen auch in meiner Promotion gemacht habe. Das ist Zufall gewesen an der Stelle, aber hilft mir natürlich sehr weiter bei dem ganzen Verständnis. Da müssten wir jetzt wirklich lange reden drüber, aber ich probiere es mal. Es ist so, dass wir zuerst mal zu dem Aluminium einen zu hohen Anteil an löslichem Aluminium haben und einen viel zu kleinen Anteil an unlöslichem Aluminium haben. Wir extrahieren das, also durch die industriellen Prozesse, die wir haben. Und da gibt es einen eloxierenden Prozess, also elektrolytische Oxidation von Aluminium. Damit schaffen wir ein Aluminiumhydroxid. Da gibt es verschiedene Modifikationen nochmal. Das sind also verschiedene Anordnungen und Festkörper, die die gleiche Substanz beinhalten, chemisch gesehen.
Das eine ist löslich, das andere ist unlöslich. Das Problem ist das lösliche Aluminiumhydroxid. Damit kriegen wir das in löslicher Form im Körper übers Trinkwasser. Und wenn wir dann Aluminium, einen Siliziummangel haben, in der Weise, dass wir einen Mangel an Kieselsäure haben, was das in irgendeiner Art und Weise weniger toxisch machen kann, sage ich jetzt mal, dann haben wir also das Aluminium im Körper festzementiert. Darauf komme ich gleich nochmal. Und wir haben also ein zu wenig an löslicher Kieselsäure und wir haben ein zu viel an unlöslicher Kieselsäure. Das ist Sand, das ist Wüste, da wächst nichts. In der Wüste gibt es kein Wasser. Und wenn es Wasser gibt, dann regnet es mal. Es regnet, die Erde wird nass, platsch daneben, läuft weg, Wadi. Und dann ist nach 2 Wochen wieder genauso viel Wüste wie vorher oder nach 6 Wochen. Das heißt, die Erde kann dieses Wasser nicht festhalten. Was brauchst du dazu? Huminsäuren, aber in erster Linie mal Kieselsäure. Lösliche. Weil das ist ein Quellmittel. Also auch beim, weiß ich nicht, beim Sprengstoff, beim Dynamit. Hat der Alfred Nobel gefunden. Ja, also dieser Sprengstoff, der ist extrem sensibel. Der geht direkt hoch, wenn man da quasi hustet. Und was hat er gefunden? Er hat Kieselgur gefunden als Bindemittel, was das aufsaugt. Und damit war das transportabel. Damit war das ein super Mittel, um da irgendwie den Sprengstoff zu machen. Also das hat dann verschiedene industrielle Auswüchse auch. Und das unterstreicht auch die Bedeutung, die das normalerweise hat. So, für den Boden ist das wichtig. Und wenn dann das Silizium in der löslichen Form, wenn die Kieselsäure fehlt, dann haben wir ein Problem. Jetzt zu dem Aluminium und Eisen, da gibt es auch ein paar spannende Dinge zu erklären. Und zwar ist das Ferritin, das ist quasi das Speichereisen, und Transferrin, das sind dann also Transferrin transportiert Eisen. Jetzt kann man Eisenwert testen und sagen, ja, der Ferritinwert, das ist völlig normal. Dann funktioniert die Protein und die Enzymproduktion gut. Aber was ist da wirklich drin? Ist in dem Ferritin Eisen? Oder ist da was anderes drin? Das habe ich nämlich auch schon gehört. Das ist halt eher empty shell sind. Ja, das ist eine Empty Shell, oder die ist nicht empty, sondern die ist nicht leer, sondern da steckt Aluminium drin. Okay. Und Aluminium ist rassistisch. Das heißt, wenn ich einen Eisenmangel habe und eine Aluminiumüberlastung, und es geht jetzt um die Oxidationsstufe, wenn ich ein dreiwertiges Eisen habe und dreiwertiges Aluminium, was klein ist, was hart ist, nach dem HSAB-Prinzip, das ist Chemie. Dann wird also das Aluminium sich ins Ferritin setzen und Ferritin hat 2 Taxiplätze für Eisen normalerweise. Und wenn da ein Aluminium drin sitzt, dann schmeißt es das zweite Eisen auch noch raus. Und das zweite Eisen draußen ist, dann haben wir also ein rein aluminiumbeladenes Ferritin. Und da kommt nichts mehr an. Dann haben wir also echt ein echtes Problem. Speicher für Eisen sind vor allem die Leber. Und dann ist es eben so, dass wir das Eisen möglicherweise noch aufnehmen. Eisen wird im proximalen Dünndarm aufgenommen, also im Zwölffingerdarm zum Beispiel. Dann landet das in der Leber, aber die Leber kann damit nichts anfangen, weil das ja dreiwertiges Eisen ist. Was müssten wir also machen? Wir müssten ein Silizium einnehmen, um das Eisen in zweiwertiger Form zu halten, weil Eisen durch die Magensäure in zweiwertiger Form gehalten wird. Das ist eine quietschgrüne Lösung, das weiß jeder Anfänger, der ein Chemiepraktikum mal gemacht hat. Und dann kann das im Dünndarm auch aufgenommen und verstoffwechselt werden. Dann kann die es auch antioxidativ wirken, dann ist auch dieser ganze Fenton-Zyklus, also dieser oxidative Stress nicht so angetriggert. So funktioniert das ganz, ganz grob. Das könnte man jetzt weiter ausführen. Das würde beliebig kompliziert werden, aber Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel Eisenmangelsymptome haben, gerade Frauen, ja, wo man sagen kann, okay, liegt es jetzt an der Periode oder was auch immer, aber die dann aber auch sehr negativ auf Supplementation reagieren, beziehungsweise die Ferritinwerte auch nicht hochgehen, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Vitamin D. Und die zum Beispiel nur auf eine Infusion, quasi Eiseninfusion, dann reagieren, aber dann brauchen Ja, die die trotzdem. reagieren auf eine Eiseninfusion temporär. Das wird dann Genau, temporär, grundsätzlich besser. Aber die Symptome kommen dann leider wieder.
Genau, Nach ein paar ja. Monaten oder nach einem halben Jahr oder wie auch immer. Das liegt daran, dass wir einen Mangel an Vitamin C haben, das ist nämlich ein Synergid, was die Aufnahme von Eisen verbessert. Das liegt am gesamtoxidativen Status, den ich schon beschrieben habe. Also die Leute, die Leberproblematiken haben oder auch die Pankreasproblematiken haben, da hängt die Galle auch noch ein bisschen drin. Warum die Pankreas? Das ist auch eine Sache, die ich jetzt so langsam beginne zu verstehen erstmal. Also Bauchspeicheldrüse des Pankreas produziert unglaublich viele Enzyme, die dann auch die Magensäure sozusagen hochhalten. Das heißt, in Menge und Dauer der Produktion. Also wenn ich was esse, muss ich Magensäure produzieren. Das ist im Prinzip Salzsäure, das sind die Protonenpumpen, die sind auch von Silizium abhängig. Okay. Die Bauchspeicheldrüse ist einer der Hauptspeicher des Körpers für Silizium, für Kieselsäure. Das erklärt die ganzen Diabetes-Problematiken. Und das erklärt auch die Eisenproblematik, die viele haben. Das ist ein Riesenfass, was wir jetzt aufgemacht haben. Das ist Aber im wirklich Endeffekt, ein wie kann man denn jetzt grundsätzlich, Riesenfass. also Magensäure am besten gut halten, also Silizium einnehmen, in löslicher Form. Da wird eine Magensäure besser. Da wird die Aufnahme von Eisen besser. Da wird auch, du hast erzählt, so, ja, da wird auch das Gehirn irgendwie besser. Also, dass man irgendwie anders denkt oder die Hirnstrukturen werden anders, gerade in fettlöslicher Form. Dann muss man überlegen, jedes Silizium wirkt ein bisschen anders. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kombination Silizium-MCT habe, oder Kieselsäure-MCT-Öl, das hat eine andere Wirkung, als wenn ich jetzt zusätzlich ein Bakterium dazu nehme. Bacillus subtilis zum Beispiel. Das ist im Moment in aller Munde buchstäblich. Weil viele glauben, ja, also ich muss jetzt Natokinase einnehmen, weil ich habe jetzt Post-Covid und mit dem Spike-Protein und wie ist das ja? Es gibt mehrere Publikationen dazu. Das eine sagt dann, ja, also warum die Natokinase so berühmt ist, die Natokinase kann das Spike-Protein zerlegen, lysieren. Dazu gibt es eine schöne Publikation, eine Studie, die man festgestellt hat. Das hat man durch Zufall, glaube ich, herausgefunden, dass es so ist. Jetzt ist aber der Hintergrund der, Natokinase ist eine Serinprotease, die durch Bacillus subtilis Arten hergestellt wird. Okay. In unterschiedlichem Maße. Es gibt verschiedene Bacilli subtili oder wie heißt der Plural von Bacillus subtilis? Keine Ahnung. Da gibt es immer Subspezies, also SSP. Da bitte drauf achten. Und auf jeden Fall, und das ist auch nicht das einzige von den subtilis Bakterien produzierte Enzym. Da gibt es ja noch andere. Und die können also tatsächlich, die Oberfläche ist immer so, dass Bakterien oder Viren, Bakterien, Viren, Oberflächen, Grenzflächen untereinander immer über die Oberflächen interagieren. Und da setzt sich auch die Kieselsäure drauf. Das ist in der Natur so. Bei den Kieselalgen, die haben einen Kieselpanzer. Das ist bei der menschlichen Haut so, bei der Epidermis, die hat besonders viel Kieselsäure auch. Und wenn wir einen Mangel davon haben, dann haben wir die ganzen Hauterkrankungen. Und das bei den Schleimhäuten ganz genauso. Spannend. So ganz grundsätzlich, das ist super spannend eigentlich. Und da habe ich mich so am Anfang gefragt, ja, wieso, ich verstehe das alles nicht, wieso ist das so, dass die alle Hauterkrankungen haben? Ja, weil der oxidative Stress von zum Beispiel Elektrosmog oder von Mangelernährung mit Vitaminen diese Mängel macht. Kieselsäure ist Beziehungsweise ja einfach wahrscheinlich Stress, dann weniger auch, ja, Magensäure, ja, der dadurch kann kommt, halt, ja. genau, der kommt, das kommt dann alles in Gang. Das ist eine Kaskade, die dann in Gang kommt. Wenn ich einen Mangel habe, habe ich einen erhöhten Stress. Einen erhöhten Stress verschlechtert die Aufnahme von den Vitalstoffen und dann nehmen die Leute schon alles Mögliche und sagen, ja, das kommt nicht an. Ja, warum? Weil mein Darm kaputt ist. Der kann das nicht mehr aufnehmen. Und wenn das aufnimmt, dann landet das in Organen und überlastet das Organ. Beispiel Hämochromatose, also eine Eisenüberladung in der Leber. Oder eine Morbus Wilson, das ist eine Kupferüberladung, das sieht man dann irgendwie für die Heilpraktiker an diesen, wie heißen die, Kaiser Fleischer, diesen Augenringen, dass wir eine Kupferüberladung haben. Das ist auch häufig. Das heißt aber nicht, dass wir kein Kupfer brauchen. Dann ist die Frage, ja, muss ich das jetzt einnehmen? Dann teste ich dann Ceruloplasmin zum Beispiel, also das ist ein Enzym, was für Kupfer auch mitverantwortlich ist. Da hängt auch der Eisenstoffwechsel dran übrigens. Ganz, ganz spannend eigentlich. Das heißt, wenn ich Kupfer in der falschen Oxidationsstufe habe, und zwar ausschließlich in der, dann ist mein Redox-System kaputt. Also wir funktionieren über Redox-Systeme.
Und dann funktioniert das alles nicht mehr. Da gibt es auch wissenschaftliche Grundlagen, die gar nicht so schwer sind. Also wenn das Kupfer an der falschen Oxidationsstufe ist, kann ich, also ist es trotzdem noch notwendig für mich über die Nahrung Kupfer zu mir zu nehmen, um quasi den Dann Körper. kann das vorübergehend eine Verbesserung bringen. Das immer wieder bei den Eiseninfusionen oder auch bei einer Kupfereinnahme. Da kann das meine Arthritis mal wieder besser machen. Oder kann das irgendwie, ich weiß nicht, wofür Kupfer alles noch eine Rolle spielt, auch für die Entgiftung sicher, auch für die Blutbildung sicher. Ja, dann kann das vorübergehend eine Entlastung bringen, weil ich das Kupfer dann in organischer oder Chelatform oder wie auch immer in der richtigen Oxidationsstufe im Körper bringe und da sagt der Körper endlich mal in der richtigen Form. Dann atmet er auf eine Weile. Und dann verpufft das aber wieder, obwohl der Rest von dem Kupfer in irgendwelchen Organkompartimenten abgelagert ist, wo wir es eigentlich gar nicht bräuchten. Das heißt, Organ A hat genug, Organ B hat viel zu wenig, Organ C hat viel zu viel. Da stimmt der Stoffwechsel einfach nicht mehr. Wie kann ich das dann unterliegend regulieren mit Silizium? Ja, es tut mir leid, das so zu Ja, sagen. ja. Natürlich, es ist auch nicht immer nur alleine Silizium, es ist Silizium plus X. Und X kann alles sein. Also wenn man das mal dezidiert durchgeht, also Silizium plus Eisen haben wir jetzt schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Silizium ist der Antagonist für Aluminium. Aluminium hat keine Funktion im Stoffwechsel. Also keine wirkliche. Manche Experten sagen, ja, also es könnte sein, dass wir es in Mikro ganz wenig Mengen bräuchten. Aber der Eintrag, den wir heute über unser modernes industrielles Leben haben, ist viel zu hoch. Viel, viel, viel zu hoch. Also viel höher, als dass es rechtfertigen würde, dass wir eine Substitution machen. Das ist das Problem. Und bei vielen anderen Sachen, ich weiß nicht, Chrom, Glukosetoleranzfaktor oder Selen für die Schilddrüse, für die Leber, für die Prostata oder für das Hormonsystem allgemein, für oder gegen virale Infekte. Und so weiter. Dann haben wir Omega-3. Omega-3 haben wir sowieso einen latenten Mangel. Das ist eine interessante Sache, da stolper ich immer mehr drüber. Aber ist es so, weil wir tatsächlich weniger, also haben früher die Leute alle Fisch gegessen, ist es so? Oder wenn man irgendwo in Mitte Die Deutschland war oder. haben oft Fisch gegessen. Also wir waren ganz früher Fischer und Sammler. Es ist auch so, da muss man an die Nahrungskette wieder denken. Eigentlich bilden die Algen das Omega-3, was wir brauchen. Dadurch, dass wir heute ein Algensterben haben, also zum Beispiel Korallenriffe da im Great Barrier Reef in Australien, die sterben gerade und niemand kriegt es mit. Die radioaktiven Wässer von Fukushima werden ins Meer, in den Ozean geleitet. Welche Auswirkungen das langfristig hat, wissen wir noch gar nicht. Passiert aber. Da müssen wir drüber nachdenken. Also wie können wir für uns und unsere nachfolgenden Generationen etwas schaffen, was lebenswert ist. Ja, das ist ein Riesenproblem. Aber zu dem Omega-3, die Algen bilden Omega-3 eigentlich und die Fische futtern das, auch Grill futtert das, bildet daraus vielleicht dann oder bildet aus anderen Stoffen auch Astaxanthin. Das ist das, was die Grill, das ist ein Krustentier, rosa macht, was Flamingo-Federn auch rosa macht. Also ein starkes Antioxidans ist eher den, ja, keine Ahnung, so ein Mischding zwischen Vitamin A und Vitamin E, ist ein offenkettiges, genau wie Lycopin zum Beispiel aus der Tomate oder ich weiß nicht, Lutein fürs Auge. Gibt es dann verschiedene Antioxidantien, die sich da gegenseitig auch verstärken. Das heißt, ich habe nie ein reines Omega-3 in einem Algenpräparat, wenn ich es naturbelassen habe. Ich kann da draus aber das EPA und DHA könnte ich extrahieren. Das sind die beiden, die wir brauchen. Die Konversionseffizienz, also die Umwandlungsgeschwindigkeit und Quantität von Alpha-Linolensäure, also von zum Beispiel Leinöl oder von, ich weiß nicht, wo das noch überall drin ist. Leindotteröl ist es sicher auch drin. Also pflanzliche Quellen haben eher Alpha-Linolensäure. Aber die haben keine nennenswerten Mengen an EPA und DHA, die gebildet werden. Vor allen Dingen ja nicht an DHA. Okay. Und wenn wir überlegen, dass unser Gehirn im DHA schwimmt, und wenn ich die Intelligenz der Menschen angucke, die Intelligenz, die nimmt immer weiter ab,
Das ist ein Problem, was wir haben. Das heißt, wir erkennen gar nicht mehr, was gut für uns ist und was weniger gut ist. Dann wird klar, dass wir eigentlich an den Algen arbeiten müssten, um die Fische gut zu füttern. Die kriegen dann auch Fischmehl und künstliche Sachen, die werden mit allem hochgepäppelt, was da ist. Und wie soll der Fisch dann noch genügend Mengen Omega-3 haben? Und da schwimmen die kleinen Wale und Delfine an die Küste, weil sie den Krach da im Meer nicht mehr aushalten können. Die sterben. Die machen Massenmord. Oder halt Massenselbstmord, so. Das ist ein Problem. Und wenn die Fische noch einigermaßen in genügend kaltem Wasser schwimmen und wenn das relativ unbelastet ist, dann geht es noch. Aber früher war das so, es gab Lachse im Rhein und es war ein Abendessen. Also wir haben zwei, dreimal in der Woche Fisch gegessen und da gab es dann irgendwie noch so einen Aushang, das habe ich jetzt schon von mehreren unabhängigen Quellen gehört. Und zuletzt von einer Chemikerin, die wohnt da in der Nähe von Basel. Die hat dann gemeint, ja, also ich habe es noch in Erinnerung, kommt aus Bremen ursprünglich. Also auch Wasser sozusagen, der Weser. Die dann gesagt hat, ja, ganz früher gab es da noch Aushänge, dass die Fischer nicht oder dass die Mitarbeiter da von der Hafenbehörde auch, dass die nicht öfter als dreimal in der Woche Fisch essen sollten. Das war denen nicht zuzumuten, weil das war irgendwie, keine Ahnung, der Fisch hat wohl immer die beste Qualität gehabt, aber davon abgesehen, die sollten sich nicht so einseitig ernähren, weil das zu viel Fisch hat, also zu viel Fischöl dann auch hat. Das heißt, früher war das im Überfluss vorhanden und heute ist es alles ein Problem. Spannend. Und wir brauchen also Omega-3 zur Regulation der Hormone. Wir brauchen Omega-3 zur Regulation des Immunsystems. Wir brauchen Omega-3 für die Senkung der entzündlichen Stoffwechsellage, die wir heute haben. Stichwort Omega-3 zu Omega-6-Ratio. Oder HS-Index nach Harris und Shackey. Da muss man noch gucken, wie die das genau gemacht haben. Die haben also dezidierte Tests dann auch entwickelt, wo sie dann verlässlich sagen konnten, okay, also derjenige hat genug Omega-3, der andere hat weniger. Und da sage ich dann immer, ja, also jetzt isoliert, hochdosiert, Omega-3, ist das wirklich die Lösung? Oder brauchen wir andere Dinge, die der Katalysator sind? Weil Omega-3 auch bei dem Zellaufbau hilft. Das ist ja ein Triglycerid, wenn man so will. Das kann man jetzt mit einem, mit zwei, mit drei Omega-Fettsäuren bestücken. Und dann kann man damit möglicherweise, dann ist es auch in Richtung, geht auch in Richtung Kollagen, kann man dann auch Triglyceride aufbauen, die für uns gut sind. Und da machen wir wieder ein Riesenfass auf. Und da haben wir wieder das Problem, ja, Kollagenmangel. Wie haben wir einen Kollagenmangel zu beseitigen? Ja, ich nehme Kollagen. Dann nehmen die Leute Kollagen und hoffen, dass es da ankommt. Aber kommt es wirklich an? Wir brauchen Kieselsäure dafür, wir brauchen auch Omega-3 dafür. Das ist die nächste Geschichte. Silizium plus X. Und Vitamin C auch, oder? Vitamin C auch, ja, Ja, natürlich, wir brauchen alles. kommt alles. Ja. Wir haben also einen genetisch verordneten Mangel, also uns fehlt also ein Enzym, das die Umwandlung von Glucose zu Vitamin C macht. Wenn wir jetzt Tiere nehmen, so das Kaninchen, typisches Fluchttier, das macht dann unter Stress Vitamin C, 2 bis 3 Gramm pro Tag. Oder Nager, eine Maus, eine Ratte, die machen auch jede Menge Vitamin C unter Stress. Der Mensch kann das nicht und er hat schon Mangel und ernährt sich dann noch zuckerreich obendrauf. Aber würdest du sagen, dass es ein Fehler der Natur ist, in Anführungsstrichen, oder ist es, Das ist eine epigenetische Entscheidung, die getroffen wurde damals bei dem Vitamin C jetzt, weil wir viel zu viel oder wir haben Zucker war im Mangel. Es sei denn, wir haben ein Honignest gefunden. Die Bären haben ja heute noch so den Drang, dass sie dann irgendwie Honignester ausplündern, wenn sie die mal finden, weil sie genau wissen, Zucker, oh, lecker, ne? Wir haben dann auch genug Vitamin C gehabt über Wildkräuter. Die enthalten übrigens auch Omega-3, je nachdem, wo sie wachsen und wie sie wachsen. Und dann haben wir also eine Situation gehabt insgesamt, wo wir genügend Vitamin C hatten über die Nahrung und wir haben das auch ständig gegessen. Und Zucker war Mangel. Und da hat die Evolution gesagt, okay, machen wir dann Cut, weil wir müssen im Ernstfall müssen wir genug
Vitamin oder wir müssen genug Zucker haben und wir brauchen den Zucker. Und wir, wenn wir den sozusagen umwandeln in Vitamin C, dann fehlt uns der Brennstoff, um vom Säbelzahntiger wegzulaufen oder mal eine Stimmt. Jagd zu machen. Dann sind wir weniger belastbar. Und dadurch, dass wir das Vitamin C sowieso haben, hat die Evolution dann gesagt, okay, machen wir einen Cut, brauchen wir nicht. Also Vitamin C ist im Überfluss vorhanden, brauchen wir nicht. Aber Zucker ist Mangelware, das brauchen wir dringend. Dass also Menschen, Menschenaffen und Meerschweinchen und ein paar seltene Vögelarten, der Rotbauchbülbül zum Beispiel, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, als Gag oder als Joke, dass die kein Vitamin C machen können aus Zucker. Alle anderen Tiere können das. Spannend. Das beschreibt Pauling auch in seinem Buch. Also da müsste man eigentlich hingehen und sagen, also wir allen Menschen Vitamin C verordnen. Wie viel Und würdest zwar du verordnen, grundsätzlich? grammweise, grammweise. Das Okay. kann unterschiedlich viel sein. Also ich habe schon Leute kennengelernt, die haben 20 Gramm eingenommen. Welches Omega-3-Öl würdest du empfehlen? Schwieriges Thema. Ein gutes. Das Problem ist, es gibt ja auch auf Kann dem jetzt, Markt, es gibt so viel, dann ja. irgendwelche Netzwerk-Marketing-Firmen und so weiter, wo man immer denkt, so, okay, ist es jetzt wirklich 100 Euro pro Monat nur für ein Omega-3-Öl auszugeben und so weiter, da bin ich halt Ja, sehr 100 kritisch. Euro muss man jetzt nicht. Also es gibt gute auch Network-Marketing-Firmen, die ein gutes Öl haben. Es macht Sinn, das Fettsäurespektrum zu erweitern. Das haben wir mit Rilling auch schon mal gemacht. Da haben wir also eins mit Olivenöl gemacht, mit Kieselsäure. Das hat dann eine sehr, wie soll ich sagen, fast schon pastöse Konsistenz gehabt. Das hat aber einiges gemacht. Da gibt es da keine Health Claims zu, aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, Olivenblattextrakt kann was und ein Olivenöl aus grünen, also aus unreifen Oliven, hat einen hohen Polyphenolgehalt. Da gibt es auch interessante Studien für die Inhaltsstoffe. Dann kann ich das also zum Beispiel mit dem Omega-3 mischen, machen eigentlich. Und habe eine ganz andere, kann ich auch mit dem Algenölprinzip machen. Und habe nochmal eine ganz andere Wirkbreite, also vom Spektrum her, von der Fettsäurenzusammensetzung Ja. und von den Inhaltsstoffen. Polyphenole sind dann auch antioxidativer Schutz für diese Omega-3-Fettsäuren. Die werden dann auch nicht mehr so schnell ranzig. Das ist dann das Okay. Nächste. Okay. Und wenn ich dann sozusagen hingehe und das in intelligenter Weise mische, dann habe ich dann nochmal eine der Natur nachempfundene Mischung. Zum Beispiel, ich habe gesagt, bei den Algen ist dann oft Astaxanthin natürlicherweise drin. Wenn ich das drin belasse, das ist ein zusätzlicher antioxidativer Schutz. Also ein, wie soll ich sagen, Schutz vor Ranzigkeit. Also, dass sich da irgendwas entwickelt. Ganz früher hat man auch zum Beispiel Leber gegessen. Die war sehr Omega-3-reich. Wenn die Tiere oder Menschen, oder ja, gut, Menschen nicht, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gab da, die Kannibalen waren. Da wird ja auch viel diskutiert. Aber bei Tieren war es so, bei der Jagd, dass man also erstmal die Innereien gegessen hat, weil die sehr nahrhaft waren. Leber, auch Lebertran, hat man dann ganz früher, also die Generation vor uns, die haben das noch gekriegt, ich kenne das noch nicht mehr. Oder halt Gehirn hat man auch gegessen. Seit BSE darf man nicht mehr. Oder Waltran, also Walöl. Haben die Japaner erkannt, okay, brauchen wir unbedingt, da gehen wir Wale fischen. So, die Meere sind aber so weit leer gefischt, dass wir die Wale jetzt auch schon, und da ist auch nicht immer nachhaltig gefischt worden, das ist dann das Nächste. Deswegen haben viele dann gesagt, ja, was machen wir da jetzt raus? Algenöl ist das Beste eigentlich. Dann züchten wir Algen und versuchen daraus ein gutes Omega-3 zu gewinnen. Das ist eine gute und legate Sache. Da muss man allerdings auch gucken, wie gewinne ich das Öl genau? Ist es eher offshore? Kommt da die Umwelt noch dran? Und das unter peinlich genauen, sauberen Bedingungen so herzustellen, wie sich das gehört, ist heute angesichts der Umweltverschmutzung oder dem Grad der Umweltverschmutzung, die wir schon erreicht haben, ein Problem. Ein echtes Problem. Müssen wir ganz kurz Weil. was ausmachen. Warte mal kurz.
Sorry, scheiß Waschmaschine. Eieiei. Das ist also nicht so einfach zu bewerkstelligen. Das heißt, die Vitalstoffe oder die Qualität auch der Nahrungsergänzung, die nimmt ab. Okay. Und dann ist die Frage nach dem Omega-3, hast du gestellt, ja, welche Qualität muss das haben? Es gibt drei Qualitätsstufen beim Omega-3 inzwischen. Kapseln würde ich da nicht unbedingt empfehlen. So aus Okay. dem Grund ist Rilling auch hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt nicht unbedingt Kapseln, wenn man die nicht, wenn das die Stabilität nicht gewährleistet ist. Also Kapseln aus Omega-3 verändert dann, kann natürlich Rohstofftests machen. Und dann gebe ich das in eine Kapsel, meinetwegen in eine Gelatinkapsel, wie auch immer, und habe bei dem Prozess des Verschmelzens in diese Kapsel, habe ich eine Oxidation von dem Omega-3. Selbst wenn das Öl vorher gut war. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Als Chemiker, wenn ich das ganz genau mit analytischen Augen ansehe, dann da wäre ich also nicht so. Ich habe meine Experimente da auch hinter mir. Also ich habe jetzt mal, ich versuche das alles mal ein bisschen für die Leute in die Praxis, ein paar praxisrelevante Fragen zu stellen. Ich bin ja Chiropraktor in eigener Praxis und was ich in den letzten Jahren sehe, dass viele Leute vom Bindegewebe, wenn man die wirklich so anpackt, sind die sehr teigig und sehr, also auch Bodybuilder und so weiter, das ist halt, irgendwas ist im Gange und es sind auch Leute, die schon richtig gesund essen und so weiter und so fort, aber trotzdem, ist da dieses, ich würde es fast sagen, es ist wirklich ein Bindegewebsproblem. Die Leute haben manchmal auch irgendwelche chronischen Entzündungen, sei es Tendinosen, solche Sachen. Und das ist halt die große Frage, weil natürlich wir bei Lichtblock halt auch in die The also das Thema Licht da beleuchten, so ja, mit vierte Phase von Wasser, also strukturiertes Zellwasser und so weiter. Inwiefern ist jetzt zum Beispiel Silizium vielleicht ein Schlüsselfaktor für diese ganzen Prozesse, um überhaupt da, also den Leuten auch da weiterzuhelfen, weil es sind viele Leute, die das alles schon machen, aber irgendwie Ja, trotzdem noch nicht. wir haben jetzt ein bisschen viel theoretisiert vielleicht zu der Praxisgeschichte. Es ist tatsächlich so, dass Silizium eines der Hauptdinger ist fürs Bindegewebe. Das ist das, ich würde sagen, Mineral. Man schon fragen, wie viel haben wir, wie viel brauchen wir? Erstens ist der Gehalt in der Umwelt gesunken in den letzten 100, 150 Jahren. Da gibt es auch immer wieder oder immer mehr Hinweise drauf. Ich habe eben das Buch von dem Dennis Gross gezeigt. Der hat auch Tabellen drin, also wie viel zum Beispiel da Mineralwässer haben. Ich habe Tabellen von vor 100 Jahren, da sieht es anders aus. Kann man darüber diskutieren. Damals sind die Glasgefäße mit einbezogen worden, beziehungsweise man hat wegen der Glasgefäße, die da, oder wegen der Analysen, die da gemacht wurden, in den Glasgefäßen, hat man zu viel Silizium gefunden, systematisch. Sondern Laborfehler. Aber das kann nicht die Menge abdecken. Also so ungenau kann man da damals gar nicht gearbeitet haben, um solche Ergebnisse zu kriegen. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir haben immer weniger und damit ist auch zu dem Lichtthema und zur vierten Phase des Wassers, hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt also Untersuchungen, die mehr als 50 Jahre alt sind. Das war weit vor dem Buch von Jerry Pollack. Die vierte Phase des Wassers, wo man herausgefunden hat, dass Kieselsäure eigentlich der Keim für hexagonales Wasser ist. Das muss man mal wirken lassen. Das heißt, wenn ich Kieselsäure in den Körper reingebe, kann das Wasser strukturieren und in diese Form oder in diese Form geben, die der Körper braucht. Also überall da, wo Grenzflächen sind, haben wir so eine gelartige Form. Das heißt, das ist eigentlich die vierte Phase des Wassers in Verbindung mit Proteinen, mit Fetten, mit besonders Lipoproteinen, mag es besonders gerne, das heißt auch Fette, da hängt auch Omega-3 dran. Deswegen hat Rilling auch fettlösliche Siliziumpräparate, die haben dann einen Vorteil, die können nämlich die ganzen Fette transportieren. Und in der Praxis sehen wir dann, okay, Blutfette können gesenkt werden, dann Gefäßgesundheit verbessert sich, wir brauchen es für den Knochen als Vitamin D. Also als Kalziumschlepper, aber auch als Magnesiumschlepper, aber auch als Hormonregulator. Das ist super spannend zu sehen. Da ist auch wieder Zusammenhang mit Eisen. Also zum Beispiel der Herr Kretin, das ist der mit dem Kretinismus, mit den Schilddrüsen, ja, im Kopf sozusagen. Da sagt man immer, es ist ein Jodmangel. Ja, was hängt am Jod? Die Delta-Jodlactone von Omega-3.
Und sekundär hängt da auch Silizium dran, weil wenn man Siliziummangel haben, hat man eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist Das heißt, auch dann einfach nur separat Jod zu supplementieren, ist, wenn ich trotzdem einen Siliziummangel habe, kann. Das ist Tischtuchphänomen. Da hebe ich also die Substitution von Jod hoch. Jod hat aber Kofaktoren. Das heißt, ich erhöhe damit den Bedarf der umliegenden, direkt auf Jod wirkenden Vitalstoffe auch zusätzlich. Deswegen, zum Beispiel, wenn ich die ganzen Algen nehme, die sind ja auch jodhaltig. Ist jetzt relativ egal. Ich will jetzt keine Fremdwerbung machen, ob ich dann eine Ascophyllum nodosum nehme oder eine Rotalge oder eine Dulse oder eine Grünalge oder Chlorella nehmen oder sonst. Die haben alle relativ viel, ja, Omega-3 möglicherweise, aber die haben auch relativ viel Silizium. Spannend. Jede Alge wirkt ein bisschen anders. Und dann habe ich da natürlich auch eine Kieselalgen, sind ja auch Algen. So, die haben Algen. So, dann haben wir die Sangokoralle zum Beispiel, ne? Magnesium-Calcium. Magnesium-Calcium ist das klassische Mittel zum Entsäuern. So, Rilling hat zum Beispiel auch ein Produkt, Magnesium-Calcium, Silizium-MCT, also eine fettlösliche Silizium mit Magnesium-Calcium, mit Mineralien. Und dann noch in retardierter Form, ja, geht es dann noch besser. Das ist die Theorie. So, in der Praxis, was wir da sehen, dass da tatsächlich Bindegewebe besser werden. Die Leute, die eine Dysmineralose haben, jetzt Karl Hecht, der nennt es so, dass die dann besser werden. Dann kann ich Müsst das auf die Haut auftragen. Immer der kürzeste Weg zum Workout, also wenn ich dann Rücken habe, zum Beispiel, ja, ich hab Rücken, wenn die dann zwischen L4, L5, S1 einen Bandscheibenvorfall haben oder haben Schmerzen oder einen eingeklemmten Nerv, dann kann ich also das Hautöl zum Beispiel äußerlich auftragen, zusätzlich zur innerlichen Einnahme. Achtung, unterschiedliche Wirkungen. Wenn ich einen Retard habe, kann ich, wenn ich das also innerlich einnehme, folgt das dem Verdauungstrakt und wird Zeit langsam freigesetzt. Immer ein bisschen. Über mindestens 24 Stunden. Das heißt Retard, weil ich habe bei Rilling gesehen, dass irgendwie, das ist Magnesiumcarbonat, oder? Und Ja, das ja. Magnesiumcarbonat und Calciumcarbonat. Es Genau. gibt verschiedene Qualitäten von Magnesiumcarbonat und Calciumcarbonat. Das möchte ich an der Stelle vielleicht auch sagen. Bei Magnesium, es kann also verschiedene Oxidanteile haben. Wenn ich also ein Magnesiumoxidcarbonat habe, also ich kann Magnesiumcarbonat erhitzen, da geht CO2 raus und dann bleibt ein Oxid übrig. Das ist weniger löslich. Das kann ich auch mit dem Calcium machen. Aber wenn ich das jetzt mit dem Silizium vermahle in frischer Form, was passiert, wenn ich Magnesiumcarbonat und Calciumcarbonat in den Magen gebe? Es löst sich auf und bildet Hydrogencarbonat. In kleiner Menge. Das sind keine großen Mengen, die ich da ein. Der Magen hat ein Volumen von, weiß ich nicht, einem Liter, 1,5 Liter, keine Ahnung. Je nachdem, wie viel ich esse und wie, ja, keine Ahnung, wie die Anatomie eben aussieht. Dann kann ich also auch entsprechende Mengen an Magensäure bilden. Und da spielen dann die zwei Kapseln, die ich da einnehme, mit Magnesium und Calciumcarbonat, nicht die Rolle, was die Magensäurebildung angeht. Aber es kann, weil es ein Spurenelemente sind, den Unterschied machen. Dass die Protonenpumpen wieder so aktiviert werden, dass sie funktionieren. Das ist meine Sicht der Dinge. Ist das ein bisschen so wie, warte mal, ist auch, wenn man Natron nimmt, dass dann auch CO2 gebildet wird und Ja, ist das? Natron ist ja Natriumhydrogencarbonat. Damit verbessere ich Bin kein Chemiker, sozusagen deswegen. die Pufferkapazität vom Magen. Wenn ich aber jetzt größer, Natron ist auch ein gutes Mittel, so überhaupt keine Diskussion. Aber wenn ich zum Beispiel einen Natron in größerer Menge einsetze und ich habe eine schwache Magensäure, Achtung, deswegen nehme ich das ja ein, dann hat der Körper nicht mehr die Kraft genug, Salzsäure zu bilden. Und wenn ich größere Menge Natron einnehme, dann mache ich diesen Effekt zusätzlich noch kaputt, indem ich dann das Puffersystem im Magen so beschädige. Das ist ein Puffersystem. Puffersystem heißt, Puffer macht stabil. Ja, das ist ein mechanischer Puffer. Das heißt, ich kann da Säure zugeben, ich kann da Base zugeben und ich verändere den pH-Wert nicht. Dann sagt der Körper, so, jetzt kommt Essen, jetzt muss ich Magensäure produzieren. Und dann ist aber der Puffer von dem Natron so groß, dass die Magensäure da produziert werden kann, ohne dass der pH-Wert sich senkt. Und dann kann ich das Essen nicht mehr gut verdauen. Okay. Ja. Das ist ein Problem.
Okay, na an, Das wäre nicht also so zum gut. Beispiel, du hast eben vorhin, wir haben über die Struktur von Wasser geredet, und du meinst diese Randzonen sozusagen. Und in einem Podcast Ja, habe ich irgendwo genau. gehört, dass unser Körper hat ja über 100 Billionen Zellen, oder du meinst sogar Ja, manchmal das 30-fache von den Zellen. ist in dem Buch von Imre Kusztrich auch beschrieben, dass da also, das ist eine Schätzung gewesen, die war zu klein. Wir haben also mehr, wesentlich mehr Körperzellen als 100 Billionen. Das Ganze bei dem hexagonalen Wasser oder bei der vierten Phase des Wassers ist es so, dass die ein Rotlicht die Bildung von hexagonalem Wasser verbessern kann. Und ich habe eben gesagt, Silizium ist sozusagen der Keim für die Bildung von hexagonalem Wasser. Da darf sich jeder jetzt Gedanken drum machen, wie das dann oder was die Quintessenz dieser Aussagen sind. Die sind noch belegbar. Also Baes und Mesmer, das waren die beiden, die 1976 auch ein Buch rausgebracht haben. Irre teuer, aber da steht eine Menge drin über Hydrolyse von Kationen auf den Spurenelementen damit und wie die mit Silizium interagieren. Das ist also detailliert beschrieben worden. Es ist nicht so, dass Eigentlich. alles rausge, also dass es nur Wasser ist und alles quasi Nein, exkludiert wird. das ist Nee. nie nur mit Wasser. Also das ist Okay. nie nur Wasser, sondern Wasser ist sozusagen das, was die Oberflächen aktiviert. Da gibt es auch noch ein anderes, also außer dem hexagonalen Wasser, das ist dann so strukturiert wie, weiß ich nicht, Graphen zum Beispiel, nur halt anders. Und hat die chemische Zusammensetzung H3O2, das beschreibt der Jerry Pollack auch. Und er hat es damit begründet, dass er sagt, okay, da haben wir diese Blätter, die sich übereinander sta oder nebeneinander stapeln, wie ein Blatt Papier oder wie ein Stapel von Papier. Und daneben haben wir eine Zone, die ist sauer, die ist pH-sauer. Das kann ich sogar mit einem pH-Papierchen messen, dass die sauer ist. Und also pH-sauer. Und dann können wir gucken, ja, also was hat das für eine Konsequenz auf Gewebe? Und wie ist das mit diesem hexagonalen Wasser? Hat es eine elektrische Leitfähigkeit? Und wie hängt das alles zusammen? Und wie lichtempfindlich ist es? Kann ich das mit Rotlichtanteilen unterstützen? Ja, das kann ich. Das kann ich machen mit 700 paar gequetschte, also 760, 780 Nanometer. Das beschreibt er auch. Aber fungiert das dann quasi wie, wenn eine das Problem ist, ich bin kein Physiker und kein Chemiker und ich versuche mir immer Dinge, weil ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, was heißt es denn für einen Körper, was heißt es per Definition eigentlich gut hydriert zu sein? Weil im Moment ist es gerade so in aller Munde so Natrium, Kalium und Magnesium zu supplementieren, das ist so diese Fett. Ja. Ja, und da haben ganz viele Leute richtig krasse Erfolge mit, dass es denen viel, viel besser geht damit. Aber ist unterliegend, wie können wir den Körper unterliegend unterstützen, dass diese ganzen 100 Billionen von Zellen mit diesen ganzen Sachen, weil du meinst ja auch, dass es ein Silizium ein Schlepper ist, also um das zu stabilisieren, Natrium, Kalium und Magnesium, Ein oder? Transporter für alle Mineralien und für alle Spurenelemente. Es gibt einen Ja. einfachen Zusammenhang, den habe ich eben, der ging so ein bisschen unter. Das ist die Nernst'sche Gleichung. Die Nernst'sche Gleichung beschreibt eigentlich die Abhängigkeit des Potentials im Körper von den Mineralien, von den Konzentrationen. Genauer sind es die Aktivitäten, aber nehmen wir mal die Konzentration der Mineralien und Spurenelemente. Und zwar aller. Das ist der ganze Kompolmich. Und wenn wir jetzt das nur für die Protonen nehmen würden, also E gleich E0 plus Logarithmus der Konzentration des oxidierten und des reduz durch die des reduzierten Stoffes. Logarithmus Quotienten sind so aufzulösen, dass man dann eine Differenz bilden kann. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Aktivität des Logarithmus von Wasserstoff per Definition gleich 0 ist. Das heißt, wenn ich das dann weiter aufdrösel und sage, wie ist das Körperpotenzial ist also abhängig vom pH-Wert. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich entsäure und wenn ich den Säure-Base-Haushalt wiederherstelle durch die Einnahme von Mineralien, das ist ja das, was du beschreibst, dann mache ich auch mein Körperpotenzial wieder heile. Reden wir denn von Das diesen ist die minus Theorie. 70 Millivolt, also von der Zellspannung? Ist das? Ja, das ist die Zellspannung. Das ist aber jetzt, leben wir nicht nur von Zellen, wir sind, bestehen ja nicht nur ein Zellhaufen, sondern wir haben auch einen Zellzwischenraum. Der ist wichtig und der ist jeder Zelle vorgelagert. Alles, was wir aufnehmen und ausscheiden, muss da durch. Alfred Pischinger, Hartmut Heine und so weiter. Das heißt, die
Also dieser Zellzwischenraum ist auch unterschiedlich groß. Das heißt, die siliziumreichen Organe sind alle gekapselt soweit. Die haben teilweise einen sehr kleinen Zellzwischenraum, der besonders siliziumreich ist, weil der muss immer sauber bleiben, um da den Transit sozusagen zu gewährleisten. Und wenn die nicht funktionieren und voller Viren und Bakterien und Pilze und Parasiten und was weiß ich was alles sind, dann funktioniert das nicht mehr. Und da können sich dann auch saure Stoffwechselprodukte oder Schlacken, also irgendwelche Salze, zum Beispiel Kalziumsalze von irgendwelchen Giften, einlagern und damit sozusagen Störfeld bilden. Und damit ist Aufnahme und Ausscheidung gestört. Lösung, Silizium, weil das ist Biophotonenträger. Auch die Silizium ist ja auch sehr gut informierbar und sehr gut mit Frequenzen sozusagen informierbar. Sonst wäre die Kommunikation über Computer gar nicht möglich. Das funktioniert mit dem Oxid auch. Quarz, die Quarzuhr, das ist die Mastertaktung, auch für unseren Stoffwechsel eigentlich. Das muss man nur weit genug denken. Das heißt, weil zum Beispiel dieser, ich folge einem Augenarzt aus Amerika, Jerry Tennant heißt der, und der hat auch ein Ja, Buch der kenne ich geschrieben. auch. Ja, Ja, okay. genau. Healing is Voltage. Ja, Healing is Voltage. Und Genau, das der fand ich halt beschreibt ganz, das nämlich. ja, das fand ich halt mega spannend, weil er halt sehr, also auch in der Praxis sehr krasse Resultate sieht. Ja, und natürlich, er hat auch Ja. irgendwie einen Weg, um das zu messen und so weiter, aber er nutzt dann sowas wie Fulvinsäure, Huminsäure Ja. und Silizium, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das auch ein Teil von seinem Protokoll ist. Silizium hat er so nicht auf dem Schirm. Okay. Das will ich ihm nicht ankreiden, darum geht es nicht. Er hat also, wie du sagst, Huminsäuren, Fulvinsäuren auch im Programm. Huminsäure ist sozusagen die größere Säure, die auch dann eher Bindemittel ist. Fulvinsäure sind die eher kleinmolekularen, die sind etwas mobiler, die können etwas mehr. Die innere Oberfläche ist größer. Das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel einer amorphen Kieselerde und einer löslichen Kieselsäure. Oder ein Kieselsäuregel, sagen wir auch so. Habe ich denn denselben Effekt, weil zum Beispiel manche Leute reden ja auch dann von diesem Shilajit, Himalaya, weißt du, oder diese, das ist ja auch Fulvinsäure mit drin. Shilajit, ja, das ist da, ja, das ist diese schwarze. Genau, und da haben auch manche Leute so, also ist da auch Silizium drin im Shilajit oder so, oder? Da ist sicherlich Okay. auch Silizium drin. Also wie sehr man das, man kann das ja auch damit zusätzlich sättigen. Man könnte da jetzt zusätzlich noch was reinmachen. Oder weiß ich nicht, schwarze Zuckerrohrmelasse. Die hat auch relativ viel Mineralien, die kann man auch mit Silizium ein bisschen aufpeppen, sozusagen, um die Aufnahmepotenzial zu verbessern. Also sozusagen die Mineraliendusche einnehmen, Schwermetalle verdrängen, das alles rausspülen. Da Silizium der Transporter nicht nur für Mineralien und Spurenelemente ist, sondern auch für Schwermetalle, also nicht nur für Aluminium, stellt das die Regulation und das Gleichgewicht einfach wieder her. Welche anderen Das Mineralien ist. sind dann wichtig? Du meintest halt Magnesium, Kalzium, weil ich gefühlt sind ja viele Leute auf dem Anti-Kalzium-Trip, weil ja, wir verkalken alle und blablabla. Ja, Aber ich könnte dich so viel durch. Calcium ist, ja, das geht jetzt noch 2 Stunden. Sorry. Das erlebe ich auch nicht zum ersten Mal, so ist es nicht. Also, es Ich ist habe hier noch als 20 Fragen, aber ich lasse leider weg. Entschuldigung. Calcium ist ein super wichtiges Mineral für uns, ist also auch das mengenmäßig häufigste, was wir haben. Also 1 Kilo bis 1,2 Kilo, so genau wissen wir das gar nicht. Und die Knochen degenerieren irgendwann, die kriegen also zunehmend weniger Kalzium, was dazu führt, dass wir eine Osteoporose haben. Oder ein Grund für Osteoporose. Das ist die Demineralisierung. Zum Beispiel auch Elektrosmog öffnet Kalziumkanäle. Das ist der Martin Pall oder Magda Havers oder ich weiß nicht, wer sich da noch bei alles mit auseinandergesetzt hat. Auch Kenne ich Karl nicht. Hecht sicherlich als Schlafmediziner. Das heißt, es öffnet die Kalziumkanäle und dann geht das Kalzium halt nicht dahin, wo es hingehen soll. Und die Knochen verlieren damit an Kalzium. Das heißt, die degenerieren dann einfach, weil das Kalzium dann auch noch andere Funktionen hat. Zum Beispiel ein Kalziumsilikat oder ein Magnesiumsilikat oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, für die Kalzium also noch eine physiologische Funktion hat. Zum Beispiel auch bei Allergien kann man Kalzium und Zink geben. Das wissen viele gar nicht. Mit der Option, dass es fast umgehend besser wird. Also in Ja, Akutfällen. spannend. Und beim Kalzium ist es halt so, dass wir mit zunehmendem Alter immer, ja, man sagt immer mehr haben, aber das ist falsch verteilt.
Das heißt, der Körper hat einfach nicht mehr die Kraft. Es fehlen die Transporter. Das habe ich auch im anderen Podcast schon gesagt. Es fehlen die Transporter, um Kalzium in die Knochen zu befördern und eine Osteoporose vorzubeugen. Jetzt sind die Knochen ein sehr lebendiges Mineral, die sich dann sozusagen, oder ein sehr lebendiges Organ, was sich immer sozusagen umbaut bis ans Lebensende eigentlich. Das heißt, die werden sich immer anders gestalten. Wenn ich Sport mache und halte die Knochen in Form, dann bleiben die in Form. Ansonsten werden sie sich plastisch ja, verändern, sozusagen, verändern ihre Form. Und wenn die dann zum Beispiel wenig Mineralien haben, dann brechen sie. Das ist dann sozusagen im Extremfall wie heißt es, die Rachitis bei Kindern, oder es ist dann auch mit Vitamin D schon wieder, weil Vitamin D auch rückwirkend auf verschiedene Hormone, die Kalziumstoffwechsel begleiten, eine Auswirkung hat. Und bei Erwachsenen wäre das dann die Osteomalazie. So, dann haben wir einen Kalziummangel, ist dann die klassische Tetanie. Das sind ja diese Pfötchenstellungen und die haben dann Krämpfe einfach. Meistens ist es so, dass wir zu wenig Kalzium haben, aber jetzt muss man wieder differenzieren, wenn wir schon eine Arteriosklerose haben, weil die Kraft fehlt, das Kalzium dahin zu befördern, wo es hingehört. Und weil wir einen extrem großen Stress haben, dieser Stress wird nämlich Kalzium mobilisieren, um die Säurefunktionen zu neutralisieren, ein Salz draus zu machen. Die Säuren schaden uns, die ätzen sozusagen, und die neutralen Kalziumsalze, die können wir vielleicht ausscheiden, wenn wir Glück haben. Wenn sich das dann zu sehr akkumuliert und wenn ich dann Kalzium oben drauf gebe, wenn ich schon eine extreme Arteriosklerose habe, da wäre ich vorsichtig. Also da kann man dann auch, obwohl der Mangel schon sehr lange besteht, ist dann nicht immer eine zusätzliche Kalziumgabe angezeigt. Wenn also jemand mit, weiß ich nicht, 82 Jahren extreme Osteoporose hat und feststellt, oh, ich habe einen Kalziummangel, weil mein Arzt hat mir gesagt, ich muss jetzt 1500 Milligramm Kalzium einnehmen. Wenn die dann Kalzium einnehmen, die sterben. Weil die das Kalzium überall hinpacken, nur nicht in die Knochen. Das ist ein Problem. Da hängt der Vitamin-D-Stoffwechsel dran und da Silizium der Kalziumschlepper ist, hängt auch Silizium da dran. Es gab ein Video mit Karl Hecht, wo er gesagt hat, wir brauchen Silizium und nicht Kalzium. Da geht er auch ein bisschen auf die biologische Transmutation ein, die der Louis Kervran beschrieben hat, das war ein französischer Professor. Ob es das nun wirklich gibt, sei dahingestellt. Aber wir brauchen auf jeden Fall Silizium als Kalziumschlepper und wir brauchen auch Silizium als Kofaktor von Vitamin D. Das ist seit 2021 Studien bewiesen, dass dem so ist. Spannend. Was heißt es denn überhaupt, wenn, also im Allgemeinen Leute über Säuerung reden, gibt es da ganz viel. Nee, eigentlich würde ich das fast nicht auf. Aber um dann das nur ganz schnell anzusprechen, um so ein paar Mythen kurz mal nochmal Ja. aufzuräumen. Ja, weil es gibt ja diesen Test, dass Leute dann auf dem pH-Streifen pinkeln und sagen, ja, jetzt bin ich nicht mehr übersäuert. Aber ich meine, grundsätzlich, wenn man das sehr grob runterbrechen würde, ein übersäuernder Lebensstil ist ja schlechte Ernährung, Elektrosmog, psychischer Stress, diese ganzen Faktoren, oder? Oder wie würdest du Ja, es? das macht Stress im Körper und das Stress macht dann, also wir brauchen natürlich Stress und Radikale zur Aufrechterhaltung unserer Körpertemperatur. Wenn wir da ein genügend großes Gegengewicht haben und voller Mineralien und Spurenelemente sind, kann man das relativ gut kompensieren. Aber wenn das nicht mehr geht, dann haben wir eine Radikalbildung im Körper und die macht Stress. Und das ist mal so, ich habe dann in meinen Vorträgen auch schon mal die Frage gestellt, ja, was ist zuerst, Stress oder Entzündung? Und da sagen dann viele, ja, der Stress ist zuerst. Weil den merke ich. Muss die Leute es immer enttäuschen und sagen, leider nicht. Leider ist die molekulare Entzündung zuerst. Das heißt, die Radikale bilden sich zuerst, ich merke es erstmal nicht. Und irgendwann merke ich unspezifisch, ich werde müde. Und irgendwann, nach ein paar Jahren vielleicht, kriege ich Symptome. Und dann tobt die Entzündung aber schon. Und zwar so, dass ich das merke. Das ist der Unterschied. Aber da sind wir dann wieder bei, ja, bei ganz, also diese Standardsachen, sei es mit der Ernährung, mit den ganzen Ja, Sachen und also so. das ist die Lebensweise, die wir haben. Die ist heute leider nicht mehr so naturnah, wie wir es eigentlich verdient hätten.
Also vom Stressfaktor her, wir sitzen hier und machen einen Podcast. Wir müssen eigentlich draußen rumlaufen auf der Wiese und Wildkräuter futtern den ganzen Tag und da irgendwie in der Sonne sitzen. Okay. Das ist das, was wir bräuchten. Eine letzte Frage bezüglich, weil ich habe, egal, noch tausend andere Sachen, aber hast du dich schon mal mit dem Thema schwerem Wasser und leichtem Wasser auseinandergesetzt, also Deuterium? Ja, schon Aber auch. Also ich bin Fan von Wasserstoffwasser, muss ich an der Stelle sagen. also wenn, das ist nämlich eine Frage für eigentlich fürs Ende, aber wenn es auch Wasserfilter zum Beispiel gibt, was empfiehlst du da, ja genau, in Oh dem Bereich? je, Wasserfilter ist ein schwieriges Thema. Also es gibt, Ich sehe dich als sehr neutrale Person, vielleicht ist es deswegen ganz gut, weil ich habe ja, so viel. ich will jetzt auch, ich bin jetzt nicht so der, ich könnte jetzt sagen, okay, ich empfehle das in der Projekt oder Produkt XY von der Firma XY. Und könnte sagen, ja, Mr. Water ist gut. Oder weiß ich nicht, irgendein anderer. Oder was weiß ich, irgendwie Aquion zum Beispiel ist gut. Ja? Die sind relativ teuer. Ist die Frage, ob das Sinn macht für denjenigen oder ob es keine günstigere Lösung gibt. Wir haben also das Problem, dass die Wasserqualität nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein müsste. Und wir haben auch das Problem, dass wir radioaktive Elemente da drin haben. Wir haben das Problem, dass wir da Schwebstoffe haben, die da eigentlich raus müssen. Wir haben das Problem der Verkeimung, dass es da raus müsste. Da ist auch ein Wasserfilter insofern ein Problem, dass nicht jeder Wasserfilter sozusagen die ganze Virenlast und die ganze Bakterienlast, die dann irgendwann da drin ist, ausmacht. Also wenn das jetzt mal eine Woche steht und es wird nicht benutzt, dann verkeimt es, beginnt es zu verkeimen. Dann ist die Frage, wie gut kann ich einen Wasserfilter sauber machen? Und da bin ich jetzt auch nicht im Vergleich mit verschiedenen Wasserfiltern so firm, dass ich sagen kann, Produkt XY ist zu empfehlen, weil der ist dann leicht zu reinigen und das garantiert halt, dass es nicht verkeimen kann. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich will auch nicht irgendwie eine Firma bevorzugen und da gezielt Werbung machen und dann merke ich nach 2, 3 Jahren, ich habe mich aufs falsche Pferd gesetzt und habe irgendein Problem da herausgefunden und soll das jetzt weiterempfehlen und dann habe ich einen negativen energetischen Impact auf meine Follower Aber ausgelöst, es geht ja nur sozusagen. darum, halt, welche Faktoren sind wichtig, die man sich anschauen muss. Weil zum Beispiel, es wird ja manchmal Also gesagt, welche Faktoren, das sollte bakteriell sauber sein, es sollte leicht zu reinigen sein, das haben wir schon gesagt. Es remineralisiert, also sollte aus, wenn man möglichst auch Osmosewasser hat. nochmal Ja. Osmosewasser ist auch empfehlenswert, das ist kein Problem. Okay, Das aber kann muss man es nachträglich. remineralisiert werden? Das muss nicht unbedingt remineralisiert werden, wenn ich sage, ich nehme Silizium zu mir. Also ich kann auch in kleinen Mengen natürlich ein destilliertes Wasser zu mir nehmen. Wenn ich das aber dauerhaft mache, dann habe ich ein Problem, dass die Osmose meiner Zellen gestört wird. Dasselbe Problem habe ich, wenn ich zum Beispiel Meerwasser trinke in rauen Mengen oder ich esse extrem salzig. Damit trockne ich meine Zellen aus, weil diese ganzen Mineralien und Spurenelemente, und das ist relativ egal, was das ist, die ziehen alle Wasser an, mehr oder weniger, dass dann sozusagen das Wassergehalt und der zellosmotische Druck, der kolloidosmotische Druck der Zellen gestört wird. Und dann kriege ich irgendwann, da kriegt das Gesicht Falten und das fällt dann alles sozusagen in sich zusammen, warum weil das Wasser ausgesaugt wird. Und damit können die Enzyme sich auch nicht mehr regelrecht entfalten und ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Das ist das Problem. Die hängen da dran. Das heißt, wie soll ich sagen, die Enzymaktivität und die Turnover-Number von Enzymen, die hängt an den Wassergehalt und dann daran, wie gut das alles hydratisiert ist, also wie gut das mit Wasser versorgt ist. Und das ist ein Gleichgewicht. Das ist ja auch ein mechanisches Thema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Haut drücke und sage, das muss einen bestimmten Druck aushalten, ohne dass es kaputt geht, nachgibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein teigiges Bindegewebe habe, da kann ich reindrücken, da passiert nichts. Und dann nehme ich meinen Finger weg, dann ist die Delle immer noch da. Das ist nicht natürlich. Das ist ein Problem. Und da muss ich gucken, dass ich also diese Wassertransporter und diese Wasserregulation vom Silizium auch mit berücksichtige. Das hat dann sekundäre Auswirkungen auf Vitamin C, auf Vitamin E, das wäre der oxidative Status, auf B12, auf die Aufnahme von anderen Dingen im Darm. Da haben wir jetzt gar nicht so deutlich drüber geredet. Also da kann man stundenlang
sprechen Ja. und sagen, ja, wie ist so, der Magen ist ein Einfallstor für Pathogene auch. Es gibt ja jetzt manche Leute, die zum Beispiel sagen, ja, du musst Wasser einen pH-Wert von 8 trinken, weil das halt dann besser für deine Zellspannung ist und bababa. Es ist, wir haben für jedes Organ wahrscheinlich eine spezifische pH-Wertregulation. Für die Haut, nehmen wir mal die Haut, das ist pH 5,5, das ist leicht sauer. Also pH-neutral ist dann auch ein Unterschied, ob ich jetzt sage 5,5 oder halt 7,0. 7,0 wäre nicht so gut. Oder Natron wäre für den Magen auch nicht so gut, haben wir auch schon gesagt. Der Mund ist leicht sauer, 6,5 bis, naja, ganz, ganz minimal sauer. Aber die inneren Organe, die sind anders. Also der Dünndarm hat zum Beispiel einen pH-Wert von 8, sagen wir mal. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, die muss eigentlich das leisten. Die ganzen Enzyme funktionieren ja dann auch bei bestimmten pH-Werten, die speziell für dieses Organ ausgelegt sind. Wenn der pH-Wert dann nicht stimmt, dann stimmt das Potenzial nicht mehr, dann stimmt die Enzymaktivität nicht mehr, dann stimmt die Elektrik nicht mehr, dann bricht alles zusammen. Da ist auch Silizium wieder ein Hauptfaktor. Da ist Silizium ein Hauptfaktor. Jetzt ist Silizium natürlich auch ein Puffer und wir brauchen nicht überall gleich viel. Das ist dann schwer zu transportieren, dass ich jetzt sage, ja, es gibt auch Organe, die haben weniger Silizium, aber grundsätzlich ist es in jeder Zelle drin, vor allen Dingen in lymphatischen Organen, den Oberflächen, den Grenzflächen, auch in den Mitochondrien ist es drin. Wichtiger Aspekt, ich kann also jede phosphathaltige Struktur im Körper mit Silizium sättigen. Allein das ist ein Riesenfass. Da geht es um ATP, da geht es um Nukleobasen, da geht es um aktive Vitamine und so weiter und so fort. Ich meine, wenn jetzt Leute das hier gehört haben und sagen, jo, geil, was wäre ein Basisprotokoll, um Menschen mit Silizium zu unterstützen? Äußerlich und innerlich auf jeden Fall. Wir brauchen erstmal, je nachdem, wo die sind und mit welchen Symptomen sie kommen, weil die Menschen sind heute leider schon so krank, dass sie dann manifeste Symptome haben. Von der Quelle bis zur Mündung, also eigentlich im Mundanfang, Zahngesundheit. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch ein Zahngel, was wir jetzt entwickelt haben zum Ölziehen. Das ist sehr gut. Ich habe da einen Unfall gehabt, Anführungszeichen, und habe damit erstmal Zähne geputzt und habe gemerkt, es geht super. Ist aber nicht als Zahncreme sozusagen gelabelt worden, sondern als Mittel nach dem Zähneputzen, um Öl zu ziehen, also das heißt, um die ganzen Beläge von den Zähnen und Zahnfleisch abzutragen und damit auch eine Parodontose zum Beispiel zu mindern, auch die bakterielle Last zu mindern. Bitte ausspucken, nicht runterschlucken. Funktioniert sehr gut und damit kommen die ganzen Bazillen, die sich im Mund da schon bilden und das Metall, was dann möglicherweise durch Amalgamfüllung freigesetzt wird, erst gar nicht in den Körper. Und damit kann ich es minimieren. Dann kann ich, wenn ich die Amalgamfüllung entfernt habe oder die Zahnherde sozusagen einigermaßen besänftigt habe, kann ich mir ein Magengel nehmen. Das müsste eigentlich wasserlöslich sein. Dann kann ich also ein wasserlösliches Gel nehmen, um die Protonenpumpen zu verbessern. Und das ist die Pforte sozusagen oder das Einfallstor für Erreger, aber auch für gute Substanzen und verbessert dann sozusagen das Aufschließen der Nahrung und dass da überhaupt was aufgenommen werden kann im Dünndarm und im Dickdarm. Also sowas wie Das heißt, Silizia oder sowas, zum oder Beispiel kann ich einen Silizialbalsam einsetzen oder halt ein anderes. Da gibt es sicher auch andere Präparate, die einigermaßen gut sind. Ich könnte mir da auch dann Magnesium oder Vitamin C, das macht alles die Magensäure besser. Es gibt auch Betaine und ich weiß nicht, was noch alles gibt. ja. Verbessert den Eisenstoffwechsel und damit haben wir schon auch schon die Leber ein bisschen entlastet, weil das wird dann auch in die Leber transportiert und da aufgenommen. Im Dünndarm werden viele fettlösliche Vitamine aufgenommen und Dünndarm ist sozusagen das Organ mit der größten inneren Oberfläche. Deswegen erst den Magen bekümmern, dann den Dünndarm bekümmern und dann die Symbioselenkung machen im Dickdarm. Der Dünndarm ist dann auch schon ein bisschen Symbioselenkung und der Magen ist auch nicht ganz steril. Für die, die jetzt aufschreien, ja, ist richtig. Da müsste man also gucken, dass wir die pathogenen Erreger aus dem Magen kriegen. Helicobacter pylori zum Beispiel. Aus dem Dünndarm kriegen. Das ist eine SIBO, also eine Dünndarmdysbiose, wenn man so will. Die Aber kommt, weil der würdest Magen damit, nicht in Ordnung ist.
Würdest du mit Sachen arbeiten, um dieses abzutöten? Oder also mit irgendwelchen. Symbioselenkung. Also es ist so, dass die Bakterien teilweise auch fermentiert ist, das ist ja nicht umsonst. Auch der Bacillus subtilis ist ja nicht umsonst so bekannt oder berühmt jetzt geworden. Nicht wegen der Nattokinase, sondern deswegen wegen der symbioselenkenden Eigenschaft. Also weil die Enzyme teilweise die Oberfläche der pathogenen Bakterien lysieren, die kaputt machen und die der guten, weil das gut zueinander passt, weil das Synergeten sind, die unterstützen sich gegenseitig. Der eine sagt, okay, ich produziere Substanz XY, der eine gibt dann eine Kartoffel, der kriegt eine Möhre zurück. Und ich könnte beides, der eine, oh, ey, Möhren habe ich schon ewig gesucht, der andere, Kartoffel, geil, koche ich mir sofort. Oder was weiß ich, mache da ein Porridge draus. Dann kann ich mir also sagen, okay, die Bakterien, die passen gut zusammen. Ein Subtilis plus ein Lactobacillus acidophilus passt gut zusammen. Ein Subtilis plus ein Bifidobakterium passt gut zusammen. Ein Subtilis plus ein, weiß ich, ein Enterococcus faecium zum Beispiel passt gut zusammen. Oder ein Lactobacillus oder ein Bifidobakterium, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Unterarten. Das heißt, die, die wir im Darm haben. Und was bei dem Subtilis besonders ist, das stärkt sozusagen das individuelle genetische Mikrobiom. Das hat nämlich auch genetische Auswirkungen. Also hat der Subtilis auch eine Auswirkung, dass Lactobacillen und Bifidobakterien auch sich positiv dann vermehren? So. Ja, da Ja, gab es okay. also einfache Petrischalenversuche, kann man ja machen. Kann man sagen, okay, geben Subtilis in so ein Ferment von Lactobacillen und gucken, was sie machen. Und wenn sich da ein Rasen bildet, wenn das Gras wächst, dann vertragen die sich gut. Okay. Und wenn man da ein Pathogen reingibt, Clostridium difficile zum Beispiel, dann geht er kaputt. Da bilden sich sozusagen ja, Hemmhöfe nennt man das. Aber ich meine, die Frage war eigentlich so, wenn du jetzt Menschen hast, die, also grundsätzlich, wie kann man jetzt heutzutage den Silizium-Bedarf decken? Soll ich mir so ein Also MCT-Silizium-Fund in Berlin holen? wir rennen sozusagen unserem Bedarf hinterher. Die meisten haben schon so viel Mangel, dass da gar nichts mehr, weil viel zu wenig geht. Also wir haben vor, weiß ich nicht, vielleicht 100 oder 200 Jahren, als die ganze Industrialisierung anfing, schon angefangen, so uns zu entkoppeln. Das hat sich dann zwar, ne, der wächst, der rennt dann auch ein bisschen, aber der rennt viel schneller. Und diese Kluft, die sich gebildet hat, diese, ja, wie auch immer, Schlucht oder Spalte oder keine Ahnung. Das heißt, den Mangel, den wir haben, oder das, was wir substituieren müssen, um hier wieder eine gesunde Regulation zu erreichen, das ist viel zu groß geworden und die Kapazität des Körpers reicht nicht aus, um einen Mangel vollkommen auszugleichen. Ich muss das leider so sagen. Okay. Nach 6 Jahren Erfahrung, ist so. Also Aber was ich kann ich mache denn trotzdem machen? Also welche Sachen? Silizium futtern, so viel wie der Körper regulieren oder wie so viel er akzeptieren kann. Welche Du Art von kannst Silizium? Also jetzt zum Beispiel die MCT-Gebildeten. idealerweise ein lösliches. Also Jerry Tennant oder Dennis Kraus, die empfehlen alle auch Kolloide. Das heißt, Dennis Kraus sagt dann auch, ja, wie viel kann ich zu mir nehmen? Oder fragen wir mal Professor Hecht, wie viel kann ich zu mir nehmen? Der sagt dann, der Bedarf liegt bei 40 bis 50 Milligramm. Das ist das, was wir pro Tag verlieren über Haut, Haare, Nägel, was rauswächst, über die Hautschuppen rausgeht, über Urin, Schweiß, Stuhl, keine Ahnung, Körperflüssigkeit den Körper verlässt. Und wenn wir das nicht ausgleichen, verschärft sich der Mangel. Punkt. So, wo kommt es her? Wahrscheinlich von inneren Organen. Wenn ich jetzt einen Zeolit einnehme, der kann diese Organe gar nicht versorgen. Entgiftung funktioniert über Gradienten. Der Zeolit kann dann möglicherweise Pathogene schon binden und kann dadurch einen symbioselenkenden Effekt haben. Ja, ist richtig. Auch die darmnahe Lymphe, die kann damit möglicherweise sauber werden. Aber mit dem Zeolit kann ich kein Gehirn entgiften. Das funktioniert einfach nicht. Da bräuchte ich ein lösliches Silizium, mit dem ich permanent den Körper spüle und sättige. Diese Sättigung ist wichtig. Die ist beim Magnesium genauso wichtig. Und wenn ich da zum Beispiel dann den Körper sättigen würde, dann würde ich irgendwann eine Regulation kriegen, die einigermaßen gesund ist. Und damit normalisieren sich auch Organfunktionen. Da fängt der Körper zu arbeiten und sagen, so, jetzt kann ich mal mein degeneriertes Organ, was dann kaputt ist, wieder erneuern oder regenerieren oder wie auch immer. Und wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann kriege ich irgendwann ein gesundes, altersgerechtes Organsystem als Werkzeugkasten, so, oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, als funktionierendes Ganzes, als funktionierenden gesunden Organismus.
Wenn wir Und das erreichen könnten, dass wir symptomfrei werden, dann wäre das schon ein großer Schritt. ich könnte zum Beispiel dieses MCT mit Silizium nutzen, erstmal klein anfangen, um zu gucken, wie ich das Ja, toleriere, und dann damit anfangen, meinen Körper zu sättigen, plus vielleicht solche Kapseln. zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wie viel kann ich maximalen Körper zumuten, ohne dass das Löslichkeitsprodukt überschritten ist und dass ich Steinbildung habe. Kommt es darauf an, niemand käme auf die Idee, ein Zeolit zu inhalieren, das lassen wir mal besser weg. Wenn ich also Stäube inhaliere, kann das auch eine Silikose, eine Staublunge haben, obwohl dann die Frage ist, ob das vom Silizium kommt, weil es Fibroblasten zu sehr stimuliert. Das kann sein, wenn das zu konzentriert ist oder amorph oder kristallin ist, dann kann es auch mechanisch schädigen. So auf der Haut kann es auch, wenn das zu konzentriert ist, wenn ich die Kieselsäure auf die Haut auftrage und es zu lange da drauf lasse als Maske, kann es sein, dass es eher die Haut austrocknet. Das zieht dann sozusagen das alles aus dem Körper. Wenn das aber löslich ist, dann hat es diesen Effekt nicht. Dann hat es eher einen mineralisierenden Effekt. Das ist das, was viele auch nicht verstehen. Und das Ganze ist dann dosisabhängig. Das heißt, wenn das konzentriert ist oder wenn sich das aufkonzentriert, die Lymphe funktioniert quasi tausendmal langsamer als das Blut, dann kann es also sein, dass sich diese Sachen da in der Lymphe auch anreichern und da Probleme machen können. Vor allen Dingen, wenn schon Gifte da sind. Die Konzentration, einfach auch die osmotische Wirkung dieser Gifte, die haben ja auch eine osmotische Wirkung, die ist da. Das heißt, ich habe irgendwo einen Deckel, ein Maximum an Silizium, an Kiesel, löslicher Kieselsäure, die ich pro Tag toleriere. Das ist der Stoffwechsel, der limitierend ist. Weil ich scheide das ja über den Urin dann aus, ne? Oder? Ich schalte das über den Urin aus, ja. Je mehr ich einnehme, umso mehr scheide ich aus. Das ist die Provokation. Wenn ich jetzt eine Kieselsäure, einen Schachtelhalm nehme und trinke das, nach 3, 4 Stunden ist das meiste wieder draußen. Da gibt es eine tolle Dissertation von 2000, ich glaube 19 aus der Uni Freiburg. Haben sie Experimente gemacht. Das ist eine Medizindissertation, glaube ich. Es gibt, der Dennis Kraus beschreibt es auch, dass da also das wenige Stunden im Körper verbleibt und die löslichen Sachen, die werden vorwiegend über die Nieren ausgeschieden. Deswegen haben wir den Effekt mit dem Brennnesseltee, mit dem Ackerschachtelhalmtee und mit allen, mit Goldrute und mit allen möglichen Sachen, die kieselsäurereich sind. Auch Das heißt, ich mit muss auch mehr dem, trinken dann sozusagen, wenn ich das anfange. So, ja, ja. ein Symptom wäre dann, dass ich Durst kriege. Ganz einfach. Oder dass ich ein Verlangen kriege nach Mineralien oder dass ich bei einer Erstverschlimmerung erstmal, wenn ich vorher Krämpfe hatte, dass die sich erstmal verschlimmern. Das dauert 1, 2 Wochen und dann geht es, oder manchmal schon nach ein paar Tagen geht es wieder weg. Weil der Körper merkt, oh, da passiert was. Ich brauche mehr Mineralien, Spurenelemente, da kriege ich auf die entsprechenden Sachen Hunger. Das war bei mir auch so damals. Ich habe auf grünes Zeug Hunger gekriegt. Das ist normal, normal. Was ist hier los? Ja, weil Verstehe ich ich bin nicht. eher der Fleischfresser sozusagen. Also ich habe auch mal Ja. Carnivore ausprobiert. Das war ganz spannend. Ja, also Carnivore, wenn die Tiere gut, man sagt ja immer Weiderinder und so weiter, wenn die gut gefüttert sind und wenn die Wildkräuter futtern und keinen Stress haben, dann haben die auch mehr Omega-3 und das ist auch besser verfügbar wahrscheinlich als Rinder, die im Stall stehen und da Stallfutter kriegen. Das ist so. Dann kann ich also mag zu dem, was wir maximal vertragen. Professor Hecht sagt dann so bis 200 Milligramm kann es gehen. Dann ist die Frage, kann der Körper im Alter das noch verstoffwechseln oder macht er das über die Nieren raus? Und wenn ich halt zu viel nehme und habe zum Beispiel schon einen hohen Blutdruck, da würde ich auch nicht zu viel nehmen wollen. Da ist besser eine kolloidale Geschichte. Das kann das dann ausschwemmen. Dann wäre aber eine geeignete Dosierung rauszufinden. Ich sage mal klein anfangen. Dosieren bis zum empfohlenen, meinetwegen 5 Milliliter da. Das sind dann die 80 Milligramm sind Elementarsilizium, Umrechnungsfaktor zum Siliziumdioxid, 2,1 für eine Kieselsäure, 3,4. Und dann, dass ich ungefähr ein Gefühl habe, wie viel Kieselsäure ich täglich zu mir nehme. Und dann gucken, wie ist das mit dem Urin, wie ist der gefärbt, trinke ich genug, habe ich einen zusätzlichen Mineralienbedarf, dem sollte ich nachgeben. Und dann gucken, wie ist es mit Vitamin D. Das hat nämlich, oder Omega-3 auch. Die sind erstmal gute Synergeten zueinander, aber die haben auch Auswirkungen auf die Mineralienaufnahme und Stoffwechsel nochmal. Und dann, wenn der Verdauungstrakt einigermaßen gut funktioniert, also ich könnte jetzt sagen, okay, ich bin jetzt faul, womit starte ich? Ich könnte ein Pure nehmen und irgendwann ein Subtilis nehmen, kurweise, um da eine Symbioselenkung hinzukriegen.
Die meisten kommen damit schon sehr weit. Aber irgendwann ist natürlich ein Deckel da, dass der Körper sagt, ich will jetzt nicht nur das blöde Silizium haben, ich will auch was anderes haben. Ja, dann, also die Kuren sind sehr individuell. Und das ist nochmal die Frage, ob ich es eher kurmäßig nehme oder das dauerhaft einnehme. Es mag einen Gewöhnungseffekt geben, weil wenn ich jetzt sage, ich habe einen Bedarf an kolloidalem Silizium von 200 Milligramm, das ist schon ziemlich viel. Je mehr ich einnehme, umso mehr scheide ich aus. Das heißt, ich verbessere sozusagen auch die Organleistung, vor allen Dingen, wo sich das dann tummelt, in der Niere oder in den Nieren. Und da sind wir dann beim spannenden Thema chinesische Medizin, also TCM zum Beispiel, dass ich dann mit Heilpilzen arbeiten kann oder mit Aronia arbeiten kann oder mit, ich weiß nicht, Ashwagandha arbeiten kann, mit Jiaogulan arbeiten kann. Das ist je nachdem ein bisschen unterschiedlich. Auch die unterstützen nämlich das Nieren-Qi. Also die gesamte chinesische Medizin ist eigentlich darauf ausgelegt, das Nieren-Qi zu stärken, weil es die Lebensenergie ist. Ohne Nieren ist schlecht. Ich kann viele Organe ersetzen, aber eine Niere oder die Nieren, deswegen sind die auch paarig, ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Kurze Und Frage, hat Kaffee immer gefährlich. Silizium? Das wäre ein Grund Welcher? für Kaffeesucht. Gegenfrage, welcher Kaffee? Die Frage, warum craven manche Leute so krass solche Substanzen? Vielleicht ist ja auch der Körper, der da sagt, so, hey, er braucht, aber. Damit machen wir jetzt noch mal ein Riesenfass auf. Da müssen wir noch mal 2 Stunden Ich muss füllen. tatsächlich auch gleich, ich muss jetzt Schluss machen, Ja, pass auf. deswegen. Kaffee enthält Chlorogensäure, der grüne zumindest, und es enthält Koffein. Das Koffein hat die gleichen Rezeptoren wie Niacin. Das heißt, ich kann da auch eine Sucht mit Niacin bekämpfen, in Anführungszeichen. Es geht ganz gut. Da gibt es auch verschiedene Protokolle, aber da können wir jetzt immer drauf eingehen. Also zum Thema, wenn jemand kaffeesüchtig ist, dann hat er auch einen Bedarf an Niacin. Mangelsymptome ist Pellagra, kann jeder nachgucken. Das ist eine Demenz, Dermatitis, Durchfall, Depression und Tod. Das sind Mangelerkrankungen an B3. Und wenn man sich anguckt heute, wie viele Leute das haben, das sind überall in Vollkornprodukten drin. Wir brauchen davon auch jede Menge eigentlich. Und da haben wir heute auch einen traurigen Mangel, gerade bei den Darmkranken, bei den Hormondysbalancierten, bei den auch Energielosen, weil da auch die Nukleobasen dranhängen. Also das ist eigentlich in, wie soll ich sagen, in reduzierter und in Endausbaustufe Form das, was NADH ausmacht. Da hängt ein ADP dran. Also fast nichts ist näher am ATP als ein NADH. Und wir brauchen die Bausteine dafür. Und es geht auch, der B3-Stoffwechsel geht bis zum Melatonin. Und damit sind wir wieder beim Licht. Vor allem beim Rotlicht. Okay, wo können Leute dich, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist das Letzte, was du nochmal teilen möchtest, wo du sagst, jo, das ist wichtig, was dir auf dem Herzen liegt? Oder haben wir eigentlich da. Das ist alles wichtig. Also ernährt euch nach der Natur und bitte schmeißt nicht so viel Mikroplastik weg. Okay. Wo können Leute dich finden? Weil du bietest ja auch Coaching an. Mich findet man über meine Seite bruno-kugel.de oder über YouTube. Da hast du mich auch gefunden. Da gibt es jede Menge Videos zu sehen. Das sind mittlerweile über 25, schätze ich. Heute schon wieder eins mehr geworden. Nein, es gibt auch regelmäßig Veranstaltungen auf Kongressen. Also ich bin jetzt zum Beispiel in der medizinischen Woche wieder Anfang November. Am 5. November ist ein Sonntag, 12:45 Uhr, soweit ich weiß. Dann habe ich immer mal wieder auch Online-Kongresse. Also es läuft jetzt demnächst wieder ein Arthrose-Kongress. Und auch ein anderer Kongress über Müdigkeit, der startet voraussichtlich im November. Und solche Veranstaltungen finden halt fortlaufend statt. Ich habe außerdem eine Facebook-Gruppe, Silizium Baustein des Lebens, die hat knapp 9000 Mitglieder inzwischen. Dann gibt es auch bei Telegram eine Gruppe, die und einen Kanal auch, die haben noch nicht so viele Follower, weil Telegram ein bisschen anders funktioniert. Mich kann man auch theoretisch über ein Kontaktformular anschreiben. Also wer
mag, mich zu kontaktieren, kann das gerne tun. Das Ganze ist nicht sehr einfach. Wir haben uns jetzt auf dieses Interview, ich habe mich also nicht wirklich da vorbereitet, und mag vielleicht ein bisschen zusammenhanglos erscheinen, aber wer das nur ansatzweise verstanden hat, der weiß, wie wichtig das alles eigentlich ist und wie erklärungsbedürftig das auch ist. Du hast es am eigenen Leib erfahren. Du hast jetzt nur das Pure ausprobiert. Und fettlösliche Kolloide sind was ganz, ganz, ganz Besonderes. Okay. Ja, spannend. Dann danke ich dir erstmal herzlich dafür, für dieses Ja, bitte Interview. schön. Gerne. Genau. Und ja.